Gesellschaft und möchte auch im Namen der Konzentrativischen Gesellschaft herzlich zu unserem heutigen Gemeinschaftsprojekt mit dem Europa besprechen, das wir mit dem Institut für Geschichte des Specials von Herrn Professor Dieler begrüßen, der Sie uns gleich in das Programm einführen wird. Ich habe mal nachgerechnet, heute ist der 21. gemeinsame Vortrag, den die Europagespräche bzw. das Institut für Geschichte mit der deutsch-italienischen Gesellschaft zusammen machen. Das ist für uns ein Alleinstellungsmerkmal. Andere deutsch-italienische Gesellschaften haben diese Kooperation mit einem renommierten Institut, einer renommierten Universität nicht. Da bin ich schon ein bisschen stolz darauf. Ja, wir merken ja immer wieder, Europa geht nicht nur von West nach Ost, sondern auch von Nord nach Süd, und deswegen haben wir auch immer wieder italienische Themen. Professor Dieler hat ja vor vielen Jahren auch schon mal ein ganzes Symposium über mehrere Italien veranstaltet. Das zeigt, dass in seinem Arbeitspensum auch Italien eine Rolle spielt. Ja, die letzten drei Veranstaltungen, die wir hatten, waren, glaube ich, über die römischen Verträge von Professor Scarano, dann Frau Dr. Münzer über Triest und Professor Porni über Italien im Ersten Weltkrieg. Professor Porni werden wir demnächst auch wieder hören. Er steht auch in unserem Programm drin, aber er kommt im Sommer nochmal, um über den Faschismus in Italien zu sprechen. Ja, ich freue mich, dass auch einige aus dem Kreis der deutsch-italienischen Gesellschaft heute unter uns sind. Das Problem für uns ist ja, die Italien-Freunde mögen natürlich gerne die Toskana, Florenz, die Renaissance und die italienische Lebensart. Die Zeitgeschichte wird dann ganz so spannend, und wenn wir eigene Vorträge veranstalten, dann würden wir da wahrscheinlich diesen Raum noch nicht mal zu einem kleinen Teil überhaupt noch füllen. Deswegen bin ich immer sehr froh, wenn wir für aktuelle Themen das Institut für Geschichte als Partner, als Spieler, Partner natürlich dabei haben. Und insofern unterscheiden wir uns auch von anderen italienischen Gesellschaften, die eben eher in der Vergangenheit oder zumindest den schöneren Dingen da ihren Ausdruck finden. Das heutige Thema ist sicherlich nicht eins, was Italien-Freunde besonders begeistern wird, weil es um eine besonders dunkle Seite der italienischen Vergangenheit darstellt. Trotzdem finde ich es sehr wichtig, dass auch so etwas behandelt wird, dass das nicht in Vergessenheit geraten wird. Herr Professor Dieler, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, hier ein kurzes Begrüßungswort zu sagen. Und jetzt bitte Sie, uns in das Programm einzuführen. Sehr gerne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst Ihnen das Jahr wünschen. Ich weiß, alles Gute Ihnen. Ich freue mich genauso wie Herr Dr. Dr. Vogel, dass wir diese sehr wirklich erfreuliche und wechselseitig auch immer wieder inspirierende und motivierende Kooperation haben. Wir haben übrigens noch einen weiteren Termin im Semester, sage ich am Ende der Veranstaltung, nochmal bei der Freude haben mit Frau Dr. Deborah Cugia, eine italienische Kollegin in unserem Institut, beschäftigt zu haben seit Beginn letzten Jahres, die am 3. Februar im Rahmen dieser Vorträge aus besonderem Anlass ihr neuestes Buch vorstellen wird über Italien und die deutsche Frage, also nicht nur die deutsche Einigung, sondern die deutsche Frage in den 80er Jahren beginnen. Vorträge zu besonderem Anlass. Der Anlass ist hier zu sehen, das ist dieses Werk, von dem heute die Rede sein wird. Italiener auf dem Balkan, weil gerade von der Lebensart der Italiener die Rede war. Also hier werden sie eine andere Art von Art, nicht zu leben, sondern ja, zu agieren in einer Form, die uns in dieser Form bisher nicht bekannt war. Ich verweise ganz kurz auf den Klappentext, um dann gleich den Kollegen hier vorzustellen. Als Deutschland 1941 Jugoslawien zerschlug, war auch Italien so schlimm. Italienische Truppen besetzten beträchtliche Teile des Landes. Wir reden von Jugoslawien, das es heute nicht mehr gibt, das im Jahre 91 folgende systematisch dann auch zerfallen ist, und etablierten sich dort bis 1943. Ein brutales Besatzungsregime in Kooperation mit dem deutschen Achsenpartner, im Konflikt mit den kroatischen Verbündeten und in schärfster Konfrontation mit den Partisanen, den kommunistischen Partisanen. Herr Rufitz Kessler ist ein Experte auf diesem Feld. Er hat mir schon im Vorfeld gesagt, angesichts eines gemischten Publikums, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Gasthörer, dass er das Thema in einen größeren Kontext einbettet. Sich nicht nur auf die Jahre, nur auf die Jahre 41, 42 konzentrieren wird, sondern sich auch einen größeren Kontext widmet. Mit wem haben wir es hier zu tun? Wir haben es hier mit einem sehr engagierten,
jüngeren Kollegen zu tun, geboren in, wir haben hier noch Plätze frei, Sie können sich gerne hier vorne hersetzen, geboren in Rijeka, Fiume, Mutter Italienerin, Vater Kroate. Das erklärt von diesem Teil auch Vornamen und Doppelnamen. Keiner der Vorfahren, das kann man weit zurückführen, weit zurückfolgen bis in die Monarchie hinein, hat immer an einem gleichen Ort gelebt, beziehungsweise ist an gleichen Ort geboren. Sie können also an den Vorfahren von Carlo Rosenzitsch Kessler sehen, dass die österreich-ungarische Monarchie war. Vor ihnen aufsteigt. Kollege Rutschitz-Kessler hat studiert Geschichte und Politikwissenschaft an den Universitäten in Fribourg, ist auch Aufenthalt in der Schweiz und an der Alma Mater Rudolfina in Wien und hat dort im Jahre 2011 promoviert bei Kollegen Arnold Suppan zum Dr. Phil, der auch schon hier mehrfach gesprochen hat. Er hat lange Zeit an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gearbeitet, an der Historischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und zuletzt auch am Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, das ich die Freude und Ehre hatte, auch einige Jahre leiten zu dürfen. Wenn Sie sich genauer anschauen, sein Forschungsfeld, das ist Italien, Österreich, Jugoslawien auf der wissenschaftlichen Ebene. Er ist einer der wenigen Historiker, der in Belgrad auch das Archiv von Josip Broz Tito einsehen konnte. Er war auch italienische Archive beackert und beforscht. Österreichische Archive sind im Grunde auf dieser Ebene, aber auch dann auf der regionalen Ebene. Die Alpe Adria Region, dazu zählt Julisch Venetien, dazu zählt Friaul, dazu zählt natürlich auch in gewisser Weise die Lombardei und nicht zuletzt das alte Kronland Tirol, das heißt also Tirol, Südtirol, Trentino, und auf diesen Feldern ist der Carlo Rutschitz-Kessler sehr aktiv. Er beschäftigt sich ja auch nicht nur mit den staatlichen und regionalen Institutionen, sondern auch mit der Rolle der Parteien und im Besonderen auch mit den kommunistischen Parteien. Wie diese kommunistischen Parteien in diesem Spannungsfeld agieren. Ich darf zitieren, neben der schon kurz gezeigten Monographie Italiener auf dem Balkan, die Besatzungspolitik in Jugoslawien 1941 bis 1943 hat der Rutschitz-Kessler auch kürzlich publiziert, Franz Marek, ein europäischer Marxist, österreichischer Kommunist und europäischer Marxist, eine Biografie. Er hat sich auch intensiv beschäftigt mit der Grenzöffnung Ungarn-Österreich. Und das ist im Burgenland gewesen. Gemeinsam mit Maximilian Graf. Erinnern Sie sich an die Grenzöffnung? Ja. Juni 1989, Pan-Europa-Picknick August 1989, offizielle Grenzöffnung September 1989, 11. September, Ungarn, Grenze geht auf und Österreich übernimmt Zehntausende von Flüchtlingen, die schließlich in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Der erste Riss in der Mauer, das war schon im September 1989, nicht im November wieder am 9. der sogenannte Mauerfall erfolgt. Ich darf zitieren noch Studien gemeinsam mit Maximilian Graf, Sarah Knoll und Ina Markova, die Alps Adriatic Region. Das ist aus einem großen Forschungsprojekt hervorgegangen, auch das vom österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziert worden ist. Kommunismus an den Grenzen, kommunistische Parteien in der Alpe Adria Region. Also eine Fülle auch von einzelnen Aufsätzen darf ich erwähnen, die zu diesem Themenfeld erschienen sind. Und ich freue mich besonders, dass es auch gelungen ist, Herrn Carlo Rutschitz-Kessler an den richtigen Ort, glaube ich, der für ihn auch in seine Forschung prädestiniert ist, nämlich in Bozen, zu etablieren. Und er derzeit arbeitet, das ist das Kompetenzzentrum für regionale Geschichte, Schwerpunkt regionale Zeitgeschichte, im Rahmen der Freien Universität Bozen, die es seit 1997 gibt. In den trilingualen Universitäten, wo sie in deutscher, italienischer und englischer Sprache Seminare besuchen können, Vorlesungen absolvieren können. Herzlich willkommen, Carlo Rutschitz-Kessler. Kurze, klare Einführung. Ihnen gehört das Wort. PowerPoint ist hier, Wasser ist hier. Aufgenommen wird der Vortrag auch. Auch, also in diesem Sinne, Chapeau und auf geht's. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst ein kurzer Nachsatz zu den sehr freundlichen Worten von Herrn Geber,
die Universität ist sogar quadrilingual, denn Ladinisch wird bei uns auch gelehrt. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich bei der Deutsch-Italienischen Gesellschaft in Hildesheim und bei der Universität Hildesheim und insbesondere bei Michael Wehler für die Gelegenheit, hier im Rahmen einer Vortragsreihe sprechen zu dürfen. Wie Michael Wehler bereits erwähnte, möchte ich mich nicht ausschließlich auf den Zweiten Weltkrieg konzentrieren. Wir haben zum Glück ein bisschen Zeit, das heißt, es wird auch genug Zeit da sein, über die Italiener auf dem Balkan, wie sie auf meinem Hochdeckel heißen, zu sprechen, aber kurzerhand habe ich auch im Vortragstitel etwas geändert, und zwar von Italien auf dem Balkan werden wir sprechen. Ich nehme deswegen das 20. Jahrhundert, weil ich eben nicht 1900 überhaupt verkaufen, keine Sorge. Aber es geht darum, eine Langzeitperspektive zu zeigen, in der unterschiedliche Zeitphasen erkannt werden können, wo man auch sieht, wie sich eine Grenzregion, eine äußerst spannende Grenzregion in Europa im 20. Jahrhundert verändert hat, welche Konflikte es da gab und auch, und das werden so ein bisschen die zwei Pole sein dieses Vortrages, wie man von einer sehr konfliktreichen Geschichte, die mehr oder weniger im Zweiten Weltkrieg kulminiert, dann zu einer Entspannung während des Kalten Krieges kommt. Das heißt, es ist wirklich auch eine sehr europäische Geschichte, die ich hier darlegen möchte. Ich werde natürlich nicht zu jedem Thema sehr stark ins Detail gehen können, dafür haben wir dann auch noch ein bisschen Zeit während der Diskussion, aber ich glaube, es ist auch sehr spannend für ein Publikum, das wahrscheinlich gerade mit Südosteuropa vielleicht nicht so oft in Kontakt kommt, mal auch wirklich einen Längsschnitt zu wagen. Gut, zunächst schauen wir aber, von welcher Grenze, in welcher Region ich überhaupt hier sprechen werde. Wie viele der Grenzen Ostmitteleuropas hat sich auch die italienisch-jugoslawische Grenze im 20. Jahrhundert mehrfach verändert. Und da beginnen wir hier. Denn den Start macht hierbei wie so oft der Erste Weltkrieg und die Friedensschlüsse von Paris von 1919. Die italienischen Ambitionen auf der östlichen Adria reichen im Grunde genommen bis ins 19. Jahrhundert zurück und bis zu den Einigungskriegen, dem Risorgimento. Nach der Entstehung des Dreibundes, dem Deutschen Reich und des Ungarn 1982, tendierte die italienische Politik zu den beiden Machtpolen Berlin und Wien. Und nach jüngsten Erkenntnissen darf man diese Phase der italienischen Geschichte als das Streben einer jungen Nation betrachten, sich in Europa der Großmächte einzugliedern und den Machtverhältnissen auf dem Kontinent Rechnung zu tragen. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs war Italien nicht bereit, auf Seiten Berlins und Wiens in den Krieg zu ziehen, was nicht zuletzt damit zusammenhing, dass das Land, das schließlich vom Mittelmeer eingeschlossen ist, befürchtete, von der französischen und insbesondere britischen Marine zermalmt zu werden. Wenn man hinzufügt, dass das Deutsche Reich nach Ausbruch des Krieges die lebensnotwendigen Kohlelieferungen einschränkte und das Vereinigte Königreich die einzige Macht war, die das Überleben der italienischen Wirtschaft sichern konnte, erstaunt es nicht, dass schließlich im Mai 1915, nachdem mit der Entente sehr vorteilhafte Territorialbedingungen ausgemacht werden konnten, der Kriegseintritt auf Seiten Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und des zaristischen Russlands erfolgte. Wir kommen nun zu unserer Region. Dieser Kriegseintritt eröffnet im Grunde genommen eine konfliktreiche Geschichte. Serbien, das um sein Überleben kämpfte, und die Exilpolitiker aus der Habsburger Monarchie, die eine Loslösung der südslawischen Gebiete von Wien und Budapest anstrebten, wurden in Zugzwang gebracht. Italien hatte offensichtlich Großmachtpläne am Balkan und diese galt es zu stoppen. Die serbische Diplomatie erreichte am Ende des Krieges eine Einigung mit kroatischen und slowenischen Vertretern, die schließlich den Anschluss der habsburgischen Gebiete am Balkan an Serbien befürworteten. Damit entstand aber genau das, was Italien befürchtet hatte: ein das Habsburgerreich ersetzender südslawischer Block. Man darf nicht vergessen, dass Rom kein Interesse hatte, die Habsburger Monarchie zu zerschlagen. Schwächen? Ja. Ein unabhängiges Kroatien akzeptieren? Durchaus. Serbische Gebietsgewinne in Kauf nehmen? Natürlich. Allerdings sollte sich im Großen und Ganzen nicht zu viel an den Gleichgewichten im Balkanraum und in Europa ändern. Bei der Friedenskonferenz von Paris schließlich, und da sehen Sie die beiden Bilder,
standen sich somit völlig entgegengesetzte Vorstellungen in Bezug auf den Balkanraum gegenüber. Paris, London und insbesondere Washington zeigten mit zunehmender Zeit immer weniger Verständnis dafür, dass die italienische Delegation schließlich mehr verlangte, als sie beim Kriegseintritt auf Seiten der Entente im geheimen Vertrag von London zugesichert bekommen hatte. Das wären also Südtirol gewesen, Istrien, nicht aber etwa die Stadt Fiume, die man da auf einmal verlangte, und auch etwas größere Gebiete in Dalmatien. Nach der Unterzeichnung des Vertrages von Saint-Germain mit Österreich und dem separaten Vertrag von Rapallo mit dem neu entstandenen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, kurz Königreich SHS, erreichte Italien einen durchaus respektablen Frieden, der es prinzipiell ermöglichte, eine hegemoniale Stellung zumindest an der Adria auszuüben. Allerdings entstand damit auch der Mythos des verstümmelten Sieges, der Vittoria Mutilata. Auf die innenpolitischen Ereignisse in Italien bis zur faschistischen Machtübernahme 1922 werde ich nicht eingehen. Doch sei kurz geschildert, dass das Land eine soziale, wirtschaftliche und politische Krise nach dem Ersten Weltkrieg durchmachte, die liberale Politik der vorangegangenen Jahrzehnte völlig delegitimierte und damit Benito Mussolini den Weg ebnete. Was darauf folgte, waren Jahre der Annäherung und der Konfrontation an der Adria. Zunächst sicherte Mussolini 1924 durch die Annexion von Fiume, dem heutigen Rijeka, und die Teilung des Gebietes dieses ehemaligen freien Staates mit Belgrad ein Abkommen mit dem Königreich SHS. Nach diesem diplomatischen Erfolg verschlechterten sich die Beziehungen an der Adria allerdings zusehends. Italien schaffte es 1926-27 ein faktisches Protektorat über Albanien aufzustellen. Damit verfolgte es durchaus die Absicht, das Königreich SHS durch eine politische und wirtschaftliche Zangenbewegung zu destabilisieren und dann wie einen reifen Apfel zu pflücken, um territoriale Veränderungen an der Adria zu erreichen. Also hier wieder der Versuch, weitere Gebiete zu bekommen. Damit einher ging etwa die starke Unterstützung Italiens für separatistische Gruppierungen in Mazedonien und insbesondere in Kroatien, den sogenannten Ustasche, von denen noch die Rede sein wird. Die Beziehungen verbesserten sich dann in den 1930er Jahren, also ab 1933 konkret, denn Italien sah in Hitlers Deutschland zunächst eine Gefährdung seiner Politik, eine Bedrohung für seine politischen und wirtschaftlichen Hegemonialambitionen auf dem Balkan und außerdem eine Bedrohung Österreichs. Es wurden Vereinbarungen schließlich mit Ungarn, Österreich und dem Königreich Jugoslawien, wie das Königreich SHS ab 1929 offiziell hieß, getroffen, um die Balkanhalbinsel vor dem deutschen Eindringen zu schützen. Nach dem italienischen Kolonialabenteuer in Äthiopien 1935-36 und der anschließenden Annäherung an Berlin, zu der es eigentlich keine andere Option mehr gab, da Italien ins Abseits gelangte diplomatisch und sich somit eine neue Verbindung in Richtung Berlin öffnete. Und danach sah man die Zukunft Jugoslawiens noch immer in einer Zusammenarbeit. Dies wurde dadurch erleichtert, dass auch eher rechts tendierende Regierungen in Jugoslawien ab 1937 existierten, die allerdings 1939 wieder abgewählt wurden. Nun, nach dem Kriegseintritt Italiens, der ja erst im Juni 1940 erfolgt, richtete Italien den Fokus seiner Ambitionen im Krieg auf Jugoslawien. Hitler wiederum, der nicht daran interessiert war, einen Krieg in diesem Gebiet zu führen, stoppte Mussolini. Somit blieb für Italien scheinbar nur noch Griechenland als Alternative übrig. Im Oktober 1940 erfolgte schließlich der Angriff von Albanien aus, das Italien seit April 1939 direkt kontrollierte. Der Krieg verlief für Rom relativ katastrophal, denn schon bald befanden sich die italienischen Truppen im albanischen Territorium wieder und riskierten, über die Adria geworfen zu werden. Erst als im März 1941 ein Staatsstreich die Regierung in Belgrad, die bis dahin eine achsenfreundliche Politik betrieben hatte, zu Fall brachte, reagierte Deutschland mit dem Entschluss, diesen Unsicherheitsfaktor am Balkan, wie ihn Hitler nannte, zu zerschlagen. Am 6. April begannen die Bombardements Belgrads und 11 Tage später kapitulierte die jugoslawische Armee. Damit eröffneten sich für Italien und Deutschland neue Möglichkeiten. Nun konnte dem faschistischen Traum einer Hegemonie an der Adria neues Leben eingehaucht werden. Wir sehen hier die Gebietsteilungen.
etwas unscharf. Das tut mir sehr leid. Ich werde ganz kurz. Hervorragend. Ein Mann, der auf alles vorbereitet ist. Verzeihung, man hört mich schlecht. Ja. Tut mir leid. Ich werde meine Stimme etwas heben. So. Also, Sie sehen hier unterschiedliche Okkupationszonen, die in Jugoslawien entstehen. Das heißt, von Norden nach Süden. Hier, also hier befindet sich Slowenien. Der südliche Teil wird von Italien de facto annektiert. Also es wird eine italienische Region, die sogenannte Provincia di Ljubljana. Ljubljana, Laibach, Ljubljana auf Slowenisch. Südlich davon entsteht das sogenannte Governo Dalmatien. Hier dunkelgrau mit einer weiteren Provinz im Süden, im heutigen Montenegro. Das ist ein ziviles Gouvernement, das mittelfristig auch ein Kalifat werden soll, aber zu diesem Zeitpunkt zunächst einmal eine zivile Regierung bekommt, aber noch nicht eine italienische Provinz wird. Montenegro, ebenfalls von Italien okkupiert, das soll auch ein Teil Italiens werden. Hier scheitert allerdings der Versuch, eine zivile Regierung einzurichten, denn dort gibt es den ersten großen Aufstand der kommunistischen Partisanen bereits im Juli 1943, also wird das kurz zu einem Militärgouvernement. So, hier sehen wir den Kosovo und Teile Mazedoniens, also heute Nordmazedonien, der Staat. Diese Gebiete werden Albanien zugeschlagen, das heißt, dann sollen die großalbanischen Träume der Italien zugehörigen Gebiete, ihre Wünsche sollen erfüllt werden. Daneben, was haben wir? Serbien wird von Deutschland militärisch okkupiert. Ja, es gibt eine Marionettenregierung. Der Norden Sloweniens wird ebenfalls von Deutschland okkupiert, nur wenige Gemeinden aber tatsächlich auch annektiert an der Grenze zum heutigen Österreich. Und was haben wir in der Mitte? Das ist die spannende Frage. Der unabhängige Staat Kroatien entsteht als Satellit der Achsenmächte Italien und Deutschland. Vor dem Krieg von 1941 waren die meisten Exilkroaten, die dann die Regierung bildeten, inklusive Ante Pavelic, so heißt der Führer oder Pogranik auf Kroatisch, der Ustaschef, diese verweilen in Italien. Sie sind allerdings politisch völlig marginalisiert, haben kaum Unterstützer in Kroatien, trotz gewisser separatistischen Tendenzen innerhalb des Königreichs SS bzw. Jugoslawiens. Aber diese rechtsextremen und faschistischen Regierung, die genießt kaum eigentlich irgendeinen Anklang bei der Bevölkerung. Dennoch werden sie installiert als Machthaber in Kroatien. Warum? Weil es einfach keine Alternative gibt. Weder Deutschland noch Italien schaffen es, irgendjemanden zu finden, der dazu bereit ist, ein mit Italien und Nazi-Deutschland verbündetes Regime aufzustellen. Somit bei nichts anderes über als rund 200 Exilkroaten zu nehmen und nie eine Regierung machen zu lassen. Was ist das Problem dahinter? Sie haben kein Regierungsprogramm. Sie haben zwar über ein Jahrzehnt in Italien verbracht, sich mit Theorien des Nationalsozialismus und Faschismus auseinandergesetzt. Allerdings ist das Einzige, was Sie in Ihren Pamphleten propagiert haben und das einzige Ziel, das Sie sagen, ein unabhängiges Kroatien und die Vernichtung des Serbentums. Ja, also äußerst rassistische Motivationen, vermischt mit irgendeiner Art der Errichtung eines Staates, die allerdings sehr nebulös bleibt. Was waren die italienischen Ziele wiederum? Bereits vor dem Krieg gegen Jugoslawien hatte sich Italien im Grunde genommen zum Ziel gesetzt, eine Art imperiale Ordnung am Mittelmeer herzustellen. Ja, also während Hitler im Norden und im Osten Europas seinen Krieg führte, sollte Italien einen parallelen Krieg am Mittelmeer führen. Dass dies weder wirtschaftlich noch militärisch wirklich möglich war, sei einmal dahingestellt. Diese imperiale Ordnung hätte tributpflichtige Regionen fördern sollen, also die sollten eingerichtet werden, deswegen auch diese unterschiedlichen Besatzungszonen, die um Rom kreisen. Solche Vorstellungen gingen von der Annahme aus, dass Italien die Industrien und Rohstoffe unter anderem Jugoslawiens nutzen würde, um seine wirtschaftlichen Ambitionen voranzutreiben.
Tatsächlich gab aber Deutschland den Ton an bei der Teilung dieser Gebiete. Denn Berlin hatte schon in den 30er Jahren im Grunde genommen eine Hegemonialpolitik betrieben und wirtschaftlich den gesamten Balkanraum durchdrungen. Also allein die Zahlen für die USA sind relativ beeindruckend. 1938 etwa kommen 49,9% der jugoslawischen Importe aus dem Deutschen Reich und 50% der Exporte gehen nach Deutschland. Also das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, an dem Italien nicht viel rütteln kann. Die Struktur dieses Austausches mit Deutschland war natürlich komplementär, denn Südosteuropa sollte Rohstoffe liefern und die deutsche Industrie Südosteuropa mit Fertigprodukten beliefern. Während des Krieges spielte also Südosteuropa die Rolle eines wichtigen Exporteurs von Gütern, die in Deutschland nicht verfügbar waren. Als Beispiel die wichtigen Bauxitvorkommen in Bosnien und Herzegowina, hier über dieser gestrichelten Linie. Was ist diese gestrichelte Linie? Kroatien wird in zwei unterschiedliche Einflusssphären geteilt. Südlich und westlich davon die italienische, nördlich und östlich davon die deutsche. Was bedeutet das? Im Grunde genommen, als Satellitenstaat hat Kroatien natürlich nicht eine völlig eigenständige Politik und Italien und Deutschland dürfen diese Gebiete wirtschaftlich, militärisch ausnutzen. Ja? Jetzt, was ist das Problem in diesem Szenario? Und das ist im Grunde genommen auch der Grund, warum, wie wahrscheinlich einigen oder vielleicht auch allen bekannt ist, Jugoslawien zu einem der blutigsten Kriegsschauplätze Europas während des Zweiten Weltkrieges wird. Also wir haben einerseits drei Verbündete, Deutschland, Italien und das neu entstandene Kroatien. Diese können aber nicht miteinander. Kroatien ist im Grunde genommen von Anfang an ein Verbündeter, aber auch ein Feind Italiens. Warum? Italien annektiert Gebiete, die im Grunde genommen ausschließlich von kroatischer Bevölkerung bewohnt werden. Das heißt, der Anspruch, einen kroatischen Staat, einen Nationalstaat, einen unabhängigen Staat, in dem man später auch die Rassenpolitik einführen kann, solch einen Staat zu gründen, diese Ambition wird im Grunde genommen von Italien zerstört. Was sind die Folgen davon? Bereits in den ersten Wochen nach der italienischen Operation gibt es Scharmützel mit dem Verbündeten und Italien geht dazu über, ganze Kompanien kroatischer Soldaten und Freischärler zu verhaften. Also wie man sich vorstellen kann, nicht die besten Bedingungen für eine Allianz. Und das setzt sich fort während des gesamten Krieges. Also Italien und Kroatien werden zu Konkurrenten zu Feinden. Als nächstes, das deutsch-italienische Verhältnis ist auch noch einmal vergiftet in diesem Raum. Warum? Wie ich vorhin erwähnt habe, Deutschland diktiert die Bedingungen. Das heißt, sämtliche rohstoffproduzierenden Regionen innerhalb Jugoslawiens werden auf der Seite der deutschen Einflusssphäre, gelangen auf der Seite der deutschen Einflusssphäre. Und das gilt zum Beispiel auch für Gebiete mit albanischer Bevölkerungsmehrheit, obwohl diese im Grunde genommen auch, sagen wir, natürlich ein Teil der italienischen Einflusssphäre sein sollten. Was sind die weiteren Probleme? Noch einmal, wir überlegen uns, warum dieses Gebiet so einen blutigen Krieg erfahren hat. Wie gesagt, in Montenegro bereits im Juli erster großer Volksaufstand. Die Reaktion Italiens ist eine massive Intervention militärischer Art. Es werden frische Divisionen dorthin geschickt, der Aufstand irgendwie schafft man es, diesen in den Zaun zu halten, nachdem ein Großteil des Gebietes bereits von kommunistischen Partisanen, zu diesem Zeitpunkt muss ich dazu sagen, es sind nicht nur Kommunisten in den Reihen, diese Aufständischen, ein großer Teil des Gebietes bereits eingenommen wurden, schafft man es, das irgendwie niederzuschlagen. Was für dieses Gebiet dann bald gleichzeitig, wie ich erwähnt habe, man muss ein Militärgouvernement einrichten, also zivile Strukturen kommen nicht mehr in Frage. Italien hat während des Krieges bis zu einem Soldaten, also für jeden dritten Einwohner Montenegros, einen Soldaten dort stationiert. Also eine enorme Zahl, ja? Nur um das Gebiet irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Gleichzeitig, während diese Kampfhandlungen stattfinden,
geht Kroatien insbesondere im dalmatinischen Hinterland, das heißt der Zone, die Italien militärisch kontrolliert, das aber Teil Kroatiens ist, brutal gegen die serbische Bevölkerung vor. Dieses eben im Hinterland Dalmatiens, bis heute gibt es dort große serbische Bevölkerungen, wenn auch nach dem Krieg in den 90er Jahren viele ausgewandert sind. Die kroatische Armee und die Freischärler gehen brutal gegen diese Menschen vor. Das sind Hunderttausende, die vertrieben werden, später interniert werden und ermordet. Ja? Nun findet sich also Italien wieder mit einer Situation, dass in seinem Hinterland ein blutiger Krieg, Bürgerkrieg de facto entsteht, sich serbische Dorfbewohner, beziehungsweise das, was übrig geblieben ist von der jugoslawischen Armee, gegen diese kroatische Brutalität wehren und im Grunde genommen bei den italienischen Militärkommandeuren vor Ort suchen sie nach einem Verbündeten. Und die sind mehr als froh, ihnen diesen Wunsch zu erfüllen. Wie gesagt, Kroatien wird eigentlich zum Feindbild der italienischen Besatzungsmacht. Es gibt auch einen großen Unterschied. Also vor Ort sieht man natürlich die Sache deutlich dramatischer als in Rom. Aber dort, für die italienische Armee, wird Kroatien relativ rasch eigentlich zu einem Feind. Das heißt, man trifft Abmachungen mit den serbischen Aufständischen und geht ein Bündnis mit denen ein. Interessant ist allerdings, diese Četnici, wie sie genannt werden, sind königstreu. Das heißt, sie sind offiziell und auch von den Alliierten im Zweiten Weltkrieg anerkannt als Kämpfer gegen die Achsenmächte. Aber in Wirklichkeit sind sie italienische Verbündete. Nun, wie man sich vorstellen kann, es gibt also hier diese ethnischen Spannungen, es gibt die Spannungen zwischen den Verbündeten der Achse und dadurch entwickelt sich also ein Bürgerkrieg, der immer mehr eine Spirale der Gewalt bedingt, die bis 1945 eben über eine Notrote fordert. Und Italien ist da natürlich auch beteiligt. Ich möchte nun zu einem Fallbeispiel übergehen. Also Sie können sich jetzt in etwa vorstellen, wie die Situation aussieht in Jugoslawien während des Krieges. Allerdings, um die Probleme zu veranschaulichen, so eine Besatzung, italienische Besatzung, vorfindet und wie sie damit umgeht, werden wir uns jetzt vor allem Slowenien widmen, also dem Gebiet hier oben. Annektierte Provinz, das ist also bereits sehr spannend, mit einer Mehrheitsbevölkerung, die nicht italienisch ist. Und es ist auch ein Gebiet, wo man sehr gut veranschaulichen kann, welche unterschiedlichen Tendenzen es gibt in diesem Kriegsschauplatz. Die slowenischen Gebiete, die Italien nach dem kurzen Krieg gegen Jugoslawien zufielen, wurden am 3. Mai vom Königreich annektiert und eben in die autonome Provinz Laibach, Ljubljana, Provincia di Ljubljana zusammengefasst. Dieses Gebiet hat rund 350.000 Einwohner. Das Zentrum ist die Hauptstadt, Ljubljana, mit 90.000 Einwohnern. Italien meinte allerdings, beziehungsweise das ist ein Zitat von Mussolini, und er hat nicht ganz unrecht, Zitat, nach der Zerschlagung Jugoslawiens fanden wir die Hälfte einer Provinz, also in Slowenien, und man muss sagen, die Erbehälfte in unseren Händen. Da kommt wieder die Konkurrenz zu Deutschland. Immerhin blieben rund 72% der slowenischen Industrie in Deutschland, also bis an die Grenze der Hauptstadt reichen. Sie sehen hier diesen kleinen schwarzen Punkt, also im Norden, die sind die Bezirke bereits in deutscher Hand. Darüber hinaus und viel gravierender, 94% der Bergbau- und Hüttenindustrie werden für das Reich genutzt. Das heißt, Italien hat damit jegliches Potenzial verloren, seine imperialen Strategien im Balkanraum irgendwie umzusetzen. Also keine Industrie. Die Wirtschaftsstandorte gehen verloren. Das heißt, durch diese Entscheidung ist die imperiale Logik völlig zusammengebrochen. Am 4. Mai wurde die neue Verfassung dieser Provincia di Ljubljana veröffentlicht. Das Gebiet war nun ein integraler Bestandteil des Königreichs Italien, wobei die Provinz Autonomie genießen und der ethnische Charakter der Bevölkerung bewahrt werden sollte. Es wurde ein hoher Kommissar eingesetzt, sein Name Emilio Gazzoli, und um den Slowenen ein gewisses Mitspracherecht zu gewähren, wurde am 26. Mai die in der Verfassung bereits vorgesehene Consulta eingesetzt, also die ihr wiederum ethnischen Charakter irgendwie behalten.
Es waren 14 Vertreter dieser Consulta, die aus dem kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Bereich stammten. Das Organ diente somit der Legitimierung italienischer Herrschaft. Aber bereits Ende des Jahres 1941 wurde die Arbeit eingestellt. Prominente Mitglieder des Rates verließen die Organisation aus Frustration gegenüber den italienischen Befehlen. Statt als Ratgeber zu fungieren, wurde die Meinung der Consulta vom Hohen Kommissar entweder nicht eingeholt oder schlicht und einfach ignoriert. Was machte allerdings Italien? Ähnlich wie ich es erwähnt habe mit dem Beispiel der Tschechenzieg, gegen eine Achse, aber auch Verbündete Italiens, versucht man ein Kollaborationsnetz aufzubauen. Da dekoriert man auf die Kirche. Diese war einerseits schockiert über das deutsche Handeln im Norden Sloweniens, denn dort werden sehr rasch Klöster geschlossen, die Kirche wird ausgeschaltet und es gibt eine sehr harte Repression gegen die slowenische Bevölkerung von deutscher Seite. Das heißt, man versucht im italienischen Besatzungsgebiet eine Art sichere Zone zu bilden für die slowenische Bevölkerung. In den Zentren italienisch-sloweniens blieben denn auch beispielsweise die Bürgermeister in ihrer Funktion. Man stellte ihnen allerdings Bezirkskommissare über sie drüber, die direkt vom Hohen Kommissar ernannt wurden. Und diese verfügten über weitreichende Kompetenzen. Die Arbeit von Gerichten blieb allerdings weitestgehend erhalten, bis auf Sonderfälle, die militärisch interessant waren. Diese wurden an Sondergerichte abgegeben. Also man sieht, man versucht hier irgendwie ein Kompromiss zu finden mit der lokalen Bevölkerung. Nun, im Sommer 1941, Sommer-Herbst 1941, organisieren sich auch in Slowenien immer mehr die kommunistischen Partisanen. Auf diesem Zeitpunkt ändert die italienische Administration ihre Taktik. Man sieht sich also auch hier einem Feind gegenübergestellt, die Zivilbevölkerung nimmt zum Teil die Waffen in die Hand gegen die italienischen Einheiten und gegen die italienische Administration und somit wird ein härteres Regime eingeführt über die Zeit. In Slowenien kann man sagen, und da zitiere ich den Historiker Arnold Zuckmann, den Sie schon kennen, der meinte, Zitat, der Zweite Weltkrieg und die vierjährige Besatzung durch deutsche, italienische und ungarische Militärkommandanten, Polizeiorganen und Zivilbehörden spaltete die slowenische Bevölkerung und schuf die Grundlage für einen unversöhnlichen Konflikt, der zum Teil bis in die Gegenwart anhält. Tatsächlich war der interne Kampf in Slowenien, aber wir erinnern uns, nicht nur in Slowenien, serbische Bevölkerung gegen kroatische Bevölkerung, in Montenegro, Kommunisten gegen Italiener und gegen ihre Helfer. Also dieser interne Kampf in Slowenien war einer der am brutalsten geführten Konflikte auf jugoslawischem Boden während des Zweiten Weltkriegs. Und dadurch auch eine Erklärung, warum der Krieg in Jugoslawien besonders blutig ausging. Hier vermischen sich Faktoren wie Okkupation, gesellschaftliche Gegensätze, Katholizismus gegen Kommunismus, ideologische Spaltungen, wie faszinierend zu einer blutigen Auseinandersetzung, die zum Bürgerkrieg wurde. Man kann hier etwa nennen den Bischof von Ljubljana, Gregory Grossmann, der in seiner Funktion als kirchliches Oberhaupt die italienischen Besatzer unterstützte. Dies hatte jetzt nicht unbedingt das große Sympathie gegenüber Italien, sondern er sah, dass der Kommunismus immer mehr einen Vater bringt, immer größere Gewinne einbot. Und deswegen verbündet man sich lieber mit einer katholischen, wenn auch rassistischen Macht, die Italien befestigt ist, um eben mögliche Konsequenzen für die Gesellschaft in Slowenien abzuwenden. Und in Zusammenarbeit mit dem Hohen Kommissar und der militärischen Oberbefehlshaber in der Region wurden Hilfsgruppen ausgerufen, um die italienische Okkupationsmacht zu unterstützen. Diese Einheiten nannte man später freiwillige antikommunistische Miliz, wo also schon klar ist, welche Rolle sie einnehmen sollte. Daneben errichtete die Kommunistische Partei Sloweniens ihrerseits organisierte Kampfeinheiten und einen Nachrichtendienst, der sowohl für Spionage und Sabotage als auch für die Liquidierung von Kollaborateuren zuständig war. Es entstanden somit klare Bruchlinien in der slowenischen Gesellschaft, die durch den Krieg nur weiter verstärkt wurden. Die Spaltung der Gesellschaft
Und die Erfolge der kommunistischen Partisanen Ende 41 und im Frühling und Frühjahr 1942 trieben die katholisch-konservativen Kräfte Sloweniens zum Teil noch stärker in die Arme der italienischen Besatzungsmacht. Damit heizte sich natürlich der Bruderkrieg noch einmal mehr auf. Ein weiterer entscheidender Faktor in Slowenien, aber auch in anderen jugoslawischen Gebieten, waren die großen Bevölkerungsumsiedlungen, die nach April 1941 stattfanden. Den Beginn machten etwa die 12.000 Volksdeutsche aus dem Raum Roche im Süden Sloweniens, die ins Reich überführt wurden. Damit wurde ein ganzer Landstrich entvölkert und sollte Italien dazu dienen, seine eigenen Umsiedlungspläne und Italienisierungsvorhaben umzusetzen. Tatsächlich bemächtigten sich aber die Partisanen dieser Gebiete und organisierten Munitionsdepots und Unterstützer. Der Krieg wurde also nur noch mehr angefeuert. Interessanter in seiner Folge ist allerdings die große Umsiedlungskampagne Deutschlands und Kroatiens, die in Slowenien ihren Anfang nahm und sich über einen Großteil des jugoslawischen Raumes erstreckte und direkte Konsequenzen für Italien und sein Handeln in Jugoslawien hatte. Dabei gab es etwa ethnisch reine Gebiete herzustellen, was besonders die kroatische Führung im Sinne hatte. Slowenen sollten ab Sommer 1941 nach Kroatien umgesiedelt werden, während Serben aus Kroatien nach Serbien zu überführen waren. Dabei war die Arbeit der Dienststelle des Beauftragten für die Festigung des deutschen Volkstums in den slowenischen Gebieten Dreh- und Angelpunkt für die Aussiedlung von Slowenien. Nicht nur nach Serbien und Kroatien, sondern auch ins Reich und nach Polen. Ziel war in beiden Fällen, bei den Slowenen und bei den Serben, dauerhafte Umsiedlung von 300.000 Menschen. Deutschland siedelte während des Krieges tatsächlich rund 80.000 Slowenen um, vor allem in Richtung Kroatien, während Kroatien, also dieses fanatische Regime, das entsteht, bis Juli 1941, also wenige Monate nach dem Beginn des Krieges, zum Ende des Krieges gegen Jugoslawien, bereits 180.000 Serben in Richtung Serbien deportiert hat. Die Situation wurde natürlich wiederum für Deutschland, das Serbien militärisch kontrollierte, besonders schwierig. Man denke hier an Nahrungsmittelversorgung, Seuchengefahr. Also Deutschland wird damit auch in diese Pläne eingezogen. Diese Einwanderungswellen erfolgten allerdings auch nach Süden. Kurze Zeit nachdem diese Transporte begonnen haben, siedelten sich bis zu 27.000 Slowenen im italienischen Gebiet an, also fast 10% der Bevölkerung, die dort zu diesem Zeitpunkt lebte. Die italienischen Verwalter waren zu diesem Zeitpunkt noch relativ zufrieden und hatten eine neutrale Einstellung dazu, denn sie meinten, naja, diese Menschen wollen ja nur dem inhumanen deutschen Joch entfliehen. Also das heißt, man sah sich als kulturell höher stehende Nation und deswegen verstand man sozusagen, dass die Slowenen eher nach in italienisches Gebiet fliehen wollten, als unter deutscher Herrschaft zu leben. Was allerdings im Winter 1941-42 noch tausende Menschen die italienisch-deutsche Grenze in Slowenien überschritten, wurde langsam der italienischen Verwaltung etwas bange. Wie ich bereits erwähnte, hatten die Partisanen bereits begonnen, italienische Einheiten und Verwalter anzugreifen. Das war ein tägliches Phänomen im Grunde genommen. Und allein in der Stadt, in der Hauptstadt Ljubljana, befanden sich 17.000 Flüchtlinge, von denen man eigentlich gar nicht wusste, wer sie sind, von wo sie genau herkommen und was sie tun. Das heißt, das war der perfekte Nährboden für die kommunistische Propaganda. Was waren also die Folgen davon? Als Antwort auf den Aufstand in Slowenien und eben diesen Druck, der entsteht, führten die italienischen Behörden eine harte Repressionspolitik ein. Die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung wurde sukzessive eingeschränkt. Eine der drakonischen Handlungen in diesem Zusammenhang war die Entscheidung, die Provinzhauptstadt Ljubljana mittels Stacheldraht zu umzäunen und in einzelne Sektoren die Stadt aufzuteilen. Damit sollte einerseits Hausdurchsuchungen durch Sektorentrennung erleichtert und andererseits Aufständische der Zugriff auf die Stadt erschwert werden. Klarerweise wurde damit auch die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung drastisch eingeschränkt und die Stadt war im Grunde genommen ein Freiluftgefängnis. Immerhin war die Stadt aber bereits Ort von Guerillakämpfen gewesen und die Sicherheit der italienischen Behörden konnte nur sehr schwierig gewährleistet werden.
Beinahe jeden Tag ereigneten sich Übergriffe und feindliche Handlungen gegen die Besatzungsmacht. Schließlich in der Nacht vom 22. zum 23. Februar 1942 wurde die Stadt hermetisch abgeriegelt. Was darauf folgte, war eine massive Internierung von Bevölkerung. Im gesamten Besatzungsterritorium und in italienischen Provinzen auf der Halbinsel wurde ein System an Konzentrationslager eingerichtet. Von den rund 350.000 Einwohnern der Provinz in Jana wurden 30.000 interniert, also knapp 10% der Bevölkerung. Das ist eine relativ beeindruckende Zahl, die man allerdings in Dalmatien auch beobachten kann, aufgrund des Aufstandes dort. Und in Montenegro ebenfalls. Hier werden massenhaft Leute nach Italien deportiert. Es handelte sich zwar bei den italienischen Lagern nicht per se um Vernichtungslager, in denen sich Männer, Frauen und Kinder wiederfanden, doch die Witterungsverhältnisse im Winter, der Mangel an adäquater Kleidung und die schlechte Ernährungssituation führte zum Tod Tausender. Dabei wurden die Internierten zynischerweise in unterschiedliche Kategorien geteilt, wie etwa repressive, präventive oder protektive Gefangene. Das heißt, Kämpfer waren repressiv, Angehörige protektiv oder präventiv gefangen. Ja, diesen Unterschied merkten die Gefangenen eigentlich nicht. Sie hatten alle unter den Bedingungen in den Lagern zu leiden. Nun, die Situation in Slowenien verschlechterte sich zusehends. Daher wurde im Sommer und Herbst im gesamten slowenischen Territorium eine koordinierte und konzentrierte Aktion zur Säuberung des Gebietes von Partisanen durchgeführt. Also wir befinden uns jetzt hier in einem dauerhaften Kriegszustand. Dieser Aktion fielen weitere tausende Menschen zum Opfer, Ortschaften wurden mit dem Erdboden gleichgemacht und weitere Zivilisten interniert. All diese Maßnahmen trugen allerdings nicht zur Beruhigung der Situation bei. Die schwierige Lage Italiens insgesamt machte sich bereits Ende 42 und Anfang 43 bemerkbar. Die Alliierten waren in Nordafrika gelandet, in Libyen stand das Ende der deutschen und italienischen Herrschaft bevor. Als Folge war klar, dass das Mutterland irgendwann mal beschützt werden müsste und man damit auch Teile des Heeres von den Gebieten des Balkans abziehen würde. Das heißt, die italienischen Armeeführer beschlossen, das Hinterland zu verlassen und sich weitestgehend auf die adriatische Küste und auf Zentren zu beschränken. Dieser Rückzug wurde nur ungenügend mit Berlin und Zagreb abgesprochen und damit sah man sich den Vorwurf ausgesetzt, der tatsächlich stimmte, ganze Landstriche den Partisanen zu überlassen. Diese wiederum gingen auch mit äußerster Härte gegen jene Bevölkerungsschichten vor, die vorher mit Italien oder mit Deutschland zusammengearbeitet hatten. Ja, also wirklich eine Spirale der Gewalt, die sich immer wieder weiter perpetuiert. Im Frühling und Sommer 43 führten letzte Operationszyklen zu neuem Schwung in der italienischen Okkupation und den Bemühungen im gesamten jugoslawischen Raum. Es folgten koordinierte Angriffe der deutschen, kroatischen und italienischen Einheiten, die Position Italiens wieder etwas verbesserten. Allerdings gelang die Vernichtung der Partisanen von Josip Broz Tito nicht. Die Lage hatte sich aber etwas beruhigt. Danach stellte sich allerdings weitestgehend eine Art Schwanengesandtheit in der italienischen Okkupation ein. Die Umwälzungen vom Sommer 1943 am 25. Juli wird Benito Mussolini abgesetzt vom faschistischen Großrat und ersetzt wird er von einer Übergangsregierung unter Marschall Pietro Badoglio. Dies hatte zur Folge, dass weitestgehend in den Gebieten Jugoslawiens, die von Italien besetzt waren, man eigentlich nur noch auf das Ende wartete. Man zog sich weiter zurück, deutsche Einheiten rückten nach. Das bedeutet allerdings gleichzeitig, dass Italien nicht vorbereitet war auf einen koordinierten und geordneten Rückzug, der aber im Grunde genommen bereits anstand. Am 8. September erst wurden die 8. September 1943 wurden die Militärkommandos in Slowenien und Dalmatien und insgesamt im jugoslawischen Gebiet davon informiert, dass sie keinen Waffenstillstand mit den Alliierten beschlossen haben. Also zum Zeitpunkt, dass es die ganze Welt und die
Regierung setzten sich in den Süden nach Brindisiar und überließen die Soldaten ihrem Schicksal. Der Generalstab wurde am 9. September aufgelöst, das Heer blieb die ohne Führung. Das Kommando der Armee in Slowenien und Dalmatien verließ zwar am 10. September das Gebiet, sie verkleidete sich als Zivilisten und schafften es, nach Venedig zu fliehen. Die italienischen Soldaten wiederum, wir sprechen von über 100.000 zu dem Zeitpunkt, werden ihrem Schicksal überlassen. Viele geraten in deutsche Kriegsgefangenschaft, 50.000 schließen sich den Partisanen an, ja, also in der Umkehr. Und etliche fallen allerdings auch bei Gefechten in Deutschland. So, nach September 1948 tobte bis zum Kriegsende in Italien ein Bürgerkrieg. Es standen sich das freie Italien unter König Viktor Emanuel III. Und die faschistische Soziale Republik im Norden des Landes gegenüber. Während dieser Zeit tobte auch der Bürgerkrieg in Jugoslawien weiter. Die italienischen Verbündeten, die Cetnici, die Serbischen, verloren das Vertrauen der Alliierten, die sich auf die Seite der Partisanen Titos schlugen. Auf den Fersen der sich zurückziehenden Wehrmacht befreiten die Partisanen ab Herbst 1944 allmählich das Land. Ziel war die Erweiterung des jugoslawischen Territoriums und die Errichtung eines sozialistischen Staates. Tatsächlich gelang es Tito und seinen Partisanen im April und Mai 1945 bis tief ins italienische Territorium einzudringen, um sich auch in Triest festzusetzen. Bloß die Intervention britischer Truppen Anfang Mai sorgte dafür, dass die nordadriatische Hafenstadt nicht völlig in die Hände der Partisanen fiel. In den darauffolgenden Monaten und Jahren flohen Hunderttausende der Italiener, aber auch Slowenien und Kroaten nach Italien, um der kommunistischen Herrschaft zu entfliehen. Damit führte also die schwere Last, die der Krieg hinterlassen hatte, zu weiterem Leid und neuem Disput an der Adria. Ich komme nun also zu dem zweiten Teil meines Vortrages. Wir gehen also in die Zeit nach 1945 und wollen schauen, wie wir es schaffen, also von dieser Situation 1945. Linke Hand sehen wir jugoslawische Einheiten, die sich Richtung Triest bewegen, bis zu einer Lösung und der Konflikte zwischen den beiden Staaten und freundschaftlichen Bedingungen, also vom Krieg zur Freundschaft. Warum hat überhaupt diese ganze Frage des Zweiten Weltkriegs noch immer eine Bedeutung heutzutage? Könnte man sich fragen, es ist alles schon lange her, die Gebiete zwischen Italien, den freien Slowenien und Kroatien sind nach der EU-Erweiterung ja weitestgehend eigentlich gibt es einen harmonischen Austausch. Ja? Allerdings ist die Last der Vergangenheit immer noch sehr gut zu spüren. Und das möchte ich veranschaulichen an einem Zitat vom damaligen europäischen Parlamentspräsidenten Antonio Tajani. Dieser meinte bei einer Gedenkveranstaltung in Basovica an der Grenze zwischen Italien und Slowenien noch am 10. Februar 2019, also gerade letztes Jahr: Es lebe Triest, es lebe das italienische Istrien, es lebe das italienische Dalmatien, es leben die italienischen Exilanten. Es leben jene, die zu jedem Zeitpunkt, in dem sie eine Uniform tragen, die Heimat verteidigen und vor allem die Werte unserer Heimat verteidigen. Es lebe immer unsere Heimat, es lebe Italien. Also Sie sehen, es ist zum Teil nicht aufgeladen, diese ganze Geschichte um den Zweiten Weltkrieg. Nun, wir kommen also zur Nachkriegszeit. Belgrad beanspruchte also Gebiete, die es als jugoslawisch erachtete, und erwartete Kompensation für das erlittene Kriegsleid. Die standhafte Haltung der westlichen Alliierten und der Unwille der Sowjetunion, sich auf Konfrontationskurs zu begeben, erbrachte den Abzug der jugoslawischen Einheiten und die Teilung der italienischen Grenzgebiete in zwei Zonen, A und B, die man hier sieht, also im Norden Triest und Umgebung und im Süden die Teile im heutigen Slowenien und Kroatien, die vom jugoslawischen Militär verwaltet werden. Das ist eine Situation, die bis 1954 weitestgehend unverändert bleibt. Denn die Klauseln des italienischen Friedensvertrages vom Februar 1947, die die Einsetzung eines Gouverneurs für dieses freie Territorium durch die Vereinten Nationen vorsah, wurde wegen der Uneinigkeit der Großmächte nie durchgesetzt.
In diesem Zeitraum, also bis 1954, spitzte sich die Lage an der Grenze immer wieder zu. Und jugoslawischen Drohgebärden antwortete der Westen mit Standhaftigkeit in der Frage von Triest. Die italienische Minderheit in Jugoslawien, die slowenische Minderheit in Italien, sahen sich allerdings immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, Agenten des Feindes zu sein, was also hier auch eine ethnische Spannung hervorrief. Noch im Sommer 1953 fuhren etwa jugoslawische Panzer an die Grenze und bedrohten damit die Zone A. Obschon das Schisma im kommunistischen Lager mit dem Bruch zwischen Stalin und Tito, der 1948 erfolgte, Belgrad von einem wichtigen Unterstützer beraubte und somit war im Grunde genommen maximalistische Territorialforderung gegenüber Italien, aber genauso gegenüber Österreich, nur noch als Illusion zu bezeichnen. Also nach dem Bruch zwischen Tito und Stalin unterstützte wiederum der Westen Jugoslawien mit hunderten Millionen Dollar an Wirtschafts- und Militärhilfe, da der Handel mit Osteuropa beinahe zum Erliegen kam. Hier gibt es zu unterstreichen, dass obwohl in Italien die extreme Rechte und irredentistische Kreise auf eine harte Linie gegenüber Belgrad pochten, es den italienischen Regierungen bis Mitte der 1950er Jahre gelang, relativ stabile Wirtschaftsbeziehungen an der östlichen Adria herzustellen und damit einen Markt zu bedienen, der eine komplementäre Wirtschaftsstruktur aufwies. Die Lösung des Konfliktes um Triest, die im Oktober 1954 mit dem Londoner Memorandum of Understanding erreicht wurde und die zivilen Kompetenzen in den beiden, in der Zone A und B, jeweils Italien in der Zone A und Jugoslawien in Zone B, übergab, sorgte dafür, dass die Verhältnisse sich etwas beruhigten. Diese Abmachung wurde zwar weder in Rom noch in Belgrad ratifiziert und stellte damit auch nur ein Provisorium dar, da es zu einem günstigeren Zeitpunkt zu lösen gab. Die Grenze zwischen den beiden Staaten war damit nicht fixiert. Immerhin erlaubte aber das Memorandum die Entwicklung normaler Nachbarschaftsbeziehungen an der Adria. Auf diese Phase folgte wiederum ein Jahrzehnt des Tauwetters und der Annäherung zwischen Rom und Belgrad. Nach der jugoslawischen Annäherung mit Moskau ab 1955 und der Gründung eines wirtschaftlichen Blocks in Westeuropa, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957, spielte Italien eine besondere Rolle als Tor nach Westeuropa und damit wurde die gemeinsame Grenze umso bedeutender. Mehrere Abkommen für den erleichterten Grenzverkehr wurden zwischen 1955 und 1967 unterzeichnet, die, so die jugoslawische Betrachtung, die Grenze zwischen Italien und Jugoslawien zur offensten Grenze zwischen unterschiedlichen ideologischen Systemen machte. Diese Abmachungen gingen Hand in Hand mit der Steigerung des Exportvolumens Jugoslawiens zum Westen. So war Italien etwa für 76% dieser Erhöhung verantwortlich. Darüber hinaus besuchte 1959 zum ersten Mal ein italienischer Staatssekretär Jugoslawien. Und 1960 reiste der jugoslawische Außenminister Konča Popović nach Rom, also eine weitere Beruhigung. Diese verbesserte Besuchsdiplomatie führte auch zur Einrichtung einer gemeinsamen Kommission für die Lösung des offenen Grenzkonfliktes. Schließlich wurde 1965 ein Abkommen über Visafreiheit zwischen Italien und Jugoslawien beschlossen, was zum ersten Mal ein italienischer Ministerpräsident, Aldo Moro, Belgrad besuchte. Nicht zuletzt waren diese Entwicklungen möglich, weil in Italien die ersten Koalitionen entstanden und die Sozialistische Partei einschlossen, damit die Kommunikation im Osten erleichtert wurde. Schließlich hatte die in den 1960er Jahren beschlossenen jugoslawischen Reformen durch die Liberalisierung des Handels, den Ausbau der Unternehmens-Selbstverwaltung, die Dezentralisierung der Wirtschaft im Allgemeinen, die Förderung eines freien Banksektors und die Freizügigkeit der Bevölkerung enorme Auswirkungen auf die Interventionsmöglichkeiten für westliche und insbesondere italienische Unternehmen. Man geht also völlig zu einer wirtschaftlichen Normalisierung. Ja? Zudem war Italien insbesondere interessiert am Export seiner Industrieprodukte und konnte durch Joint Ventures, etwa die Kooperation zwischen der italienischen Fiat und der jugoslawischen Sassara, errichten. Kurz, die wirtschaftliche Dimension der Annäherung steht im Vordergrund, während die diplomatische und die politische dieser folgen. Der Beweis für die verbesserten Beziehungen erbrachte schließlich das Jahr 1968 und der Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei. Belgrad fühlte sich nach 1948 wieder direkt von Moskau bedroht und obschon die Grenzfrage weiterhin einem Provisorium unterstellt war, garantierte Italien die Grenze zu Jugoslawien und ermöglichte damit die Konzentration jugoslawischer Streitkräfte im Osten. Tatsächlich bekräftigte der italienische Außenminister Pietro Nenni, ein Sozialist,
und der Präsident Giuseppe Saraga von Sozialdemokraten bei ihren jeweiligen Weltabbesuchen 1969 den Wunsch nach Kooperation und der Lösung der Grenzfrage. Auf wirtschaftlicher Seite erreichte Jugoslawien ein Handelsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Februar 1970, das direkte Folgen für den Austausch zwischen Italien und Jugoslawien hatte. Die jugoslawische Landwirtschaft war unter Druck geraten, da der Export von Rindfleisch erschwert worden war. Ein Produkt, das mit das wichtigste Exportgut nach Italien war. Beide Staaten konnten dem Abkommen somit einiges abgewinnen. Gleichzeitig war die Idee einer stärkeren Integration des Grenzraumes zwischen Italien und Jugoslawien bereits seit einiger Zeit im Raum gestanden. Die Handelskammern Sloweniens und Kroatiens forderten einen freien Austausch mit angrenzenden Regionen, da frühere Handelsabkommen ihren Anforderungen nicht gerecht wurden. Die Idee war, Grenzregionen von der Besteuerung zu befreien. Darüber hinaus wurde dies im Zusammenhang mit den sogenannten Alpen-Adria-Messen als Mittel zur Erhöhung des Austauschvolumens angesehen, wodurch eine Hintertür für den regelmäßigen Handelsaustausch geschaffen würde, während die Grenzregion zu Italien als Tor zum EWG-Markt angesehen wurde. Langfristiges Ziel war somit die Etablierung der Grenze als Handelsgebiet mit besonderem Status. Jedenfalls standen die politischen Vertreter der Region Friuli und Venetien der Initiative positiv gegenüber. Hier sei angemerkt, dass auch die Kärntner Landesregierung in Österreich in den Gesprächen über diesen alten Adria-Raum involviert war. Die italienische Ostgrenze befand sich durch die Entwicklungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einem Status der unterentwickelten Peripherie. Und der Anschluss an die alten Märkte im Osten sah man als ein Mittel für die Wirtschaftsentwicklung. So gedachte man, eine Gesellschaft zu gründen, die die unnachbarlichen Beziehungen im kulturellen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Bereich fördern sollte. Die Alpen-Adria-Region sollte somit zu einem Beispiel der überregionalen Zusammenarbeit werden. Hier rekurrierte man auch ganz offen auf das Erbe der Habsburger Monarchie in zwei Staaten, Italien und Jugoslawien, die den Zerfall Österreich-Ungarns als Notwendigkeit für die nationale Einheit betrachteten. So eine überregionale Dachorganisation stand allerdings zu diesem Zeitpunkt im Gegensatz zur nationalen Gesetzgebung auf beiden Seiten der Grenze. Dennoch sei bereits angemerkt, dass für die erfolgreiche Überwindung des Konfliktes die Konvergenz der Ansichten über die internationale Lage, ähnliche wirtschaftliche Vorstellungen, die Annäherung der nationalen Regierungen und der explizite Wunsch nach überregionaler Zusammenarbeit im Grenzgebiet entscheidende Faktoren waren. Jedenfalls markierte das Ende der 1960er Jahre einen Höhepunkt in den jugoslawisch-italienischen Beziehungen. Die Länder waren sich in zahlreichen handelspolitischen und internationalen Fragen eingebrochen. Einige Minderheitenfragen wurden recht zufriedenstellend gelöst, indem etwa die Rechte der slowenischen Minderheit in Italien erweitert wurden. Gespräche auf höchster Ebene fanden in einer freundschaftlichen Atmosphäre statt und die Lösung offener politischer und territorialer Fragen schien in greifbarer Nähe gelöst zu sein. Da der Weg für neue, direkte Gespräche über die endgültige Beilegung des Grenzstreits Ende der 60er Jahre offen stand, begann ein neuer Versuch, eine Lösung auszuhandeln. Das Ganze endete in einem Fiasko. Ausgelöst wurde die neue Krise durch eine parlamentarische Anfrage an die italienische Regierung aus der Reihe der extremen Rechten. Die Regierungen in Rom und Belgrad hatten tatsächlich die gute Stimmung dafür genutzt, um über den Abschluss der Grenzfrage in gemeinsamen Kommissionen zu diskutieren. Einlässlich eines geplanten Aufenthaltes Titos in Italien im Herbst 1970 wurde die Regierung in Rom gefragt, ob die Gerüchte stimmten, dass dieser Besuch der Unterzeichnung einer Abmachung diente, die die Zone B, die man immer noch als italienisches Territorium betrachtete, Jugoslawien überlassen würde. Diesem Druck ausgesetzt, meinte der damalige Außenminister Palomino, dass der Staatsbesuch besondere Bedeutung für die Beziehungen an Gardner habe und dass man, Zitat, jederzeit versichert sein kann, dass keine legitimen italienischen Interessen aufs Spiel gesetzt werden. Zitat Ende. Damit hatte Moro natürlich auf die interne Kritik reagiert, sorgte aber gleichzeitig für Wirbel in Belgrad. Titos Besuch wurde abgesagt und der italienischen Regierung vorgeworfen, sie beanspruche die Zone B, die man in Jugoslawien mittlerweile als Teil des nationalen Territoriums hat. Wie war es allerdings dazu gekommen, dass in Italien besonders die extreme Rechte und Gruppierungen von Exil-Italienern jede Gelegenheit nutzen, um ihren Anspruch auf die Ostgrenze geltend zu machen, ist klar. Jedoch war auch in Jugoslawien in den Jahren vor 1970 das Potenzial für Probleme deutlich gestiegen.
Nach der Implementierung der Verfassung von 1965 erreichten liberale Politiker hohe Ämter in etlichen der jugoslawischen Teilrepubliken. Einerseits führte dies gerade in Slowenien und Kroatien dazu, dass pragmatische Politiker Führungspositionen einnahmen, die dazu in der Lage waren, im Grenzgebiet persönliche Kontakte zu verbessern. Der slowenische Ministerpräsident oder Präsident des Exekutivkomitees, Stane Kaucic, der Präsident der Region Friuli Venezien, Alfredo Berzanti und der Kärntner Landeshauptmann Hans Sima erreichten ein durchaus beachtliches Einvernehmen in den Wünschen der Entwicklung der gemeinsamen Grenzregion. Damit einher ging auch ein Ausbau von grenzüberschreitenden Kooperationen, etwa Besuche von Theatergruppen, gemeinsame Tourismusangebote, neue Infrastrukturprojekte, gemeinsame Planungen im Bereich Gewässerschutz und Gewässernutzung und gemeinsame Messen sowie der universitäre Austausch. Es gab also durchaus eine positive Dynamik, die bis auf die regionale und lokale Ebene reichte, von der also gerade die Bevölkerung der Grenzregion profitieren sollte, was nicht zuletzt durch die liberalen Strömungen in Jugoslawien ermöglicht wurde. Hier also wieder diese Konvergenz internationaler, nationaler und regionaler Entwicklungen. Gleichzeitig spitzte sich allerdings der für tot erklärte Nationalitätenkonflikt in Jugoslawien zu. Und gerade die nach Westen tendierenden Republiken Slowenien und Kroatien spielten ein gefährliches Spiel. Belgrad machte sich mehr und mehr Sorgen um die Einheit Jugoslawiens und ging schließlich hart gegen die Bestrebungen der Führungen in den Teilrepubliken vor. Der sogenannte kroatische Frühling steht emblematisch für diese Entwicklungen und das Resultat des Durchgreifens gegen solche Tendenzen war die Entlassung von tausenden Parteifunktionären und Beamten in Slowenien, Kroatien, aber genauso Bosnien-Herzegowina und Serbien ab 1972. Aufgrund dieser internen Dynamiken konnte es sich Belgrad somit nicht leisten, sein Gesicht in internationalen Fragen zu verlieren und deswegen kam es zum Stillstand in den Beziehungen zu Italien. Titos Besuch erfolgte aber schließlich im März 1971 und neue diplomatische Kanäle wurden eröffnet, um die Grenzfrage zu lösen. Hervorzuheben ist hierbei ein geheimer Kanal, der nicht zufälligerweise von Wirtschaftsexperten geleitet wurde. Doch war es noch ein steiniger Weg bis zur endgültigen Lösung des Grenzkonfliktes. Anfang 1974, nach einem weiteren diplomatischen Skandal, rückten abermals jugoslawische Truppen an die Grenze und es wurden neue Grenzschilder aufgestellt mit der Aufschrift Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien. Angesichts des Provisoriums von 1954, die Grenze ist nicht fixiert, stellt das natürlich ein Affront dar. Doch waren auf beiden Seiten der Adria die Regierungen nicht gewillt, die Situation weiter eskalieren zu lassen. Belgrad war weiterhin bestrebt, gute Beziehungen zu Italien weiterzuentwickeln und in Italien, wo Politiker wie Aldo Moro die Geschicke des Landes leiteten und der Meinung waren, dass Nachbarstaaten Freunde sein müssten, wollte man ebenfalls nicht in vergangene Zeiten zurückkehren. Somit wurde in dieser heiklen Situation der geheime Kanal der Wirtschaftsexperten eingeschaltet. Und dieser konnte erstaunlich rasch zu einem Kompromiss finden. Bereits im Herbst 1974 stand ein weitestgehend akzeptabler Vertrag im Raum, doch dauerte es noch ein knappes Jahr, bis schließlich am 10. November 1975 die beiden Außenminister Italiens und Jugoslawiens, Mariano Rumor und Miloš Minić, in Osimo einen Vertrag unterschreiben konnten, der endgültig die Souveränität über die Zone A Italien und über die Zone B Jugoslawien übertrug. Es dauerte also 30 Jahre nach dem Krieg, um so weit zu kommen. Besondere Bedeutung hatte die im Vertrag festgeschriebene Freihandelszone, die zwar nie wirklich realisiert wurde, aber die Ansprüche auf beiden Seiten der Grenze erklärt. Jugoslawien zählte auf die Möglichkeit, seine Handelsbeziehungen zum Westen über Italien zu verbessern und das Ausfuhrvolumen zu erhöhen. Für Italien bedeutete die Freihandelszone mehr Raum zum Atmen für Interesse und auf lange Sicht die Möglichkeit, eine Peripherie des Landes wiederzubeleben. Der Vertrag von Osimo markierte somit den Beginn solider und freundschaftlicher Beziehungen an der Adria und wurde zum Stolz der italienischen Diplomatie. Neben seinen zweifellos wichtigen Vorteilen für die regionale Zusammenarbeit und Sicherheit symbolisiert der Osimo auch, was beide Seiten, Italien und Jugoslawien, für ihre bisherigen Bemühungen vorzuzeigen haben. Für Tito bedeutete die Lösung des bilateralen Konfliktes mit Italien den Beweis, dass er in der Lage war, die nationalen Interessen Sloweniens und Kroatiens zu schützen. Für das italienische Establishment dieser Jahre hatte der Vertrag wichtige interne Auswirkungen. Die Frage der Zonen A und B war gelöst und somit keine Waffe mehr
in ihrer elitistischen Rechtsextremigkeit. Darüber hinaus markierte Osimo, der Vertrag, die Vollendung der nationalen Einheit und beendete die Frage der Ostgrenze, die seit den Einigungskriegen des 19. Jahrhunderts auf der Agenda stand. Dieser Vertrag läutete somit auch eine Ära der engeren Kooperation an der Adria, die sich etwa durch die Gründung dezidiert überregionaler Institutionen, wie etwa der Arbeitsgemeinschaft der Adria, manifestierten, wo eine Erweiterung der kulturellen, ökonomischen, ökologischen und Infrastrukturprojekte in den Grenzgebieten ermöglicht wurde. Dezidiertes Ziel der Gemeinschaft war es, eine gemeinsame Basis zwischen Regionen wiederherzustellen, die künstlich getrennt waren, da sie zu den gesetzten wirtschaftlichen und ideologischen Systemen angehören. Diese Region wäre sonst, so das Gründungsdokument der Gemeinschaft, integriert wie die Grenzregionen Frankreichs, der Benelux-Staaten und Deutschlands gewesen. Der Abbau von Grenzen und Konflikten und die neue Zusammenarbeit wurde damit also zur Maxime, um die Entwicklung der gesamten Region zu fördern. Die Grenze wurde endgültig zum eigenen Faktor und blieb es auch nach dem Zerfall Jugoslawiens. Rom wurde zu einem zentralen Partner der Ambitionen, insbesondere Sloweniens und Kroatiens, für die Eingliederung in die Europäische Union. Somit wurde die Grenze zwischen Italien und dem ehemaligen Jugoslawien eher zu einer Trennlinie der Vergangenheit. Man wollte zusammenarbeiten, auch in Zukunft. Und heute ist ein Grund für den moderaten wirtschaftlichen Aufschwung in der Region, gerade in Kooperation über die Landesgrenze hinweg festzumachen. Ich komme nun zum Abschluss, bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit und verbleibe hier mit ein paar Eindrücken des Abbaus der sogenannten italienisch-slowenischen Berliner Mauer im Grenzort Görz. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Carlo Obitschitz-Kessler, für einen gewaltigen Überblick, also so will, vom Dreibund bis Osimo. Österreich-Ungarn, Italien und das Deutsche Kaiserreich, Dreibund 1882, und dann gehen wir bis zum Vertrag zwischen Italien und Jugoslawien von Osimo. Und ich greife noch mal kurze Stichworte auf, um eine kleine Diskussion zu führen. Sie haben einmal so schön formuliert, ein Land vom Mittelmeer umschlossen, das aber selbst die Ambition hat, eigentlich über das Mittelmeer hinaus zu greifen und die umliegenden Regionen, vor allem im Osten, zu umschließen. Sie haben sehr, sehr deutlich gemacht, denke ich, in Ihrem Vortrag, warum es in diesem Raum zu einem der blutigsten und brutalsten Kriege, wenn man sich den Kernraum Europa mal anschaut, einfach gesehen vom Osten, der Krieg im Osten der Ukraine und Russland, ebenfalls blutige Bloodlands, blutige Regionen hinterlassen hat, warum das so war. Und Sie haben sehr deutlich auf das konfliktive Verhältnis, wenn wir mal notiert, zwischen Deutschland, dem Deutschen Reich, dem Hitlerreich, Italien und Kroatien hingewiesen, auf die Aufstände. Wenn man sich vorstellt, dass in diesem Raum zwischen 1940, 41, 1945 rund 1 Million Menschen stehen. Wenn man sich vorstellt, was in diesem Raum geschehen ist, dann wird man begreifen, warum das Konzept der Kommission, das unter dem Stichwort Westbalkan, Assoziierung und mittel- und langfristige Heranführung an die Europäische Union, warum dieses Projekt und dieses Konzept von enormer Bedeutung ist. Nämlich diese Flanke zu schließen und diesen Raum, diesen konfliktiven Raum zu integrieren. Umso erstaunlich ist es, dass Frankreich unter Emmanuel Macron es nach wie vor konsequent abgelehnt, mit Nordmazedonien zu einem Verhandlungsbeginn zu kommen. Was mich aber interessieren würde, 1941 beginnt dieser Raum so blutig zu werden und er wird trotz Osimo, das ist ein italienisch-jugoslawisches Thema, er wird 1991, 50 Jahre später, wieder zu einem extrem blutigen Raum. Mit Bürgerkrieg, mit Genozid, mit Srebrenica. Ist hier der Zweite Weltkrieg nochmal ausgetragen worden? Ist hier der Zweite Weltkrieg nochmal geführt worden? Das wäre eine Frage, die mich interessieren würde. Was ich sehr interessant fand, dass Sie den Imperienaspekt ins Spiel gebracht haben, dass Italien, ein zweiter Punkt noch,
sozusagen eine imperiale Ordnung hier aufbauen will, aber es offensichtlich mit einem Konkurrenzimperium zu tun hat, nämlich mit dem hitlerschen, großgermanischen, ich nenne es mal, Kriegs- und Raubtierimperium. Und Italien sich gleichsam wie ein Windschattenimperium. Im Windschatten dieses Imperiums sich noch zu positionieren versucht, aber letztlich, wie Sie es sehr schön formuliert haben, den Zusammenbruch der italienischen imperialen Logik erlebt. Und zwar schon 42, 43. Wie weit man diese Thematik auch in dem größeren Kontext der Imperiengeschichte sehen kann, jenseits der von Ihnen auch wichtigen Ebenen, die Sie angesprochen haben, Handelskammern, die kooperieren, grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Also das ist ja ein schönes Beispiel für Handel durch Wandel, der sich vollzieht bis 1975 und folgt. Das waren zwei kurze Anmerkungen von meiner Seite. Ich würde vorschlagen, wir eröffnen die Diskussion, machen eine erste Fragerunde und ich bin gespannt auf Ihre Wortmeldung. Bitte schön. Muss ich denn als Experten der deutschen Linken Gesellschaft, die so sehr für alles Leben die Kooperation pflegen und hegen, nicht? Oder wir machen wir, Herr Dr. Vogel, noch dazu eine Teilfrage. Bitte. Da müssen wir die Aufarbeitung der Vergangenheit in Italien, wir ja schon einige Jahre machen, einen Vorschlag, dass die Aufarbeitung da noch sehr lückenhaft ist, im Gegensatz zu der in Deutschland. Ja, warum ein Buch von Carlo Rufschitz-Kessler durch ein Thema Italiener auf dem Balkan, ich schaue da mal rein, wenn ich ja nichts Falsches sage, ich bin der Fitness, glaube ich, schon gekommen, das ist im Jahr 2017. Bitte. Gut, ich beginne in der Reihenfolge, wie die Frage gestellt wurde. Zunächst einmal, also der Krieg von 1991, inwiefern das einen Zusammenhang zum Zweiten Weltkrieg hat. Die Implementierung der kommunistischen Macht durch Tito hat nicht nur einen Wandel der Gesellschaft, eine neue Gesellschaftsordnung zur Folge, sondern man muss, um auch irgendwie weiterzukommen, es gibt durchaus Tribunale gegen die vormaligen Feinde, aber insgesamt sagt man, der Nationalitätenkonflikt ist gelöst durch die sozialistische Revolution, wenn man so will. Ja? Also man versucht hier über den Sozialismus und Kommunismus die Probleme, die es zwischen den Ethnien gab, mehr oder weniger qua neuer Institution eines Staates gelöst zu sehen. Das funktioniert, man könnte sagen, insofern anfangs, denn erstens mal noch einen Krieg will auf gar keinen Fall jemand 1945, das ist mal klar, allerdings gibt es auch einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Also das vergisst man vielleicht manchmal, wenn man sich Westeuropa anschaut, dass auch in Osteuropa durchaus die Wirtschaft sich entwickelt hat in den ersten Jahrzehnten. Und Jugoslawien konnte sehr stark profitieren, auch von der Hilfe aus dem Westen. Und durch dieses Prosperieren ist man natürlich auch eher, sagen wir mal, gesellschaftlich dazu in der Lage, Ressentiments hintanzustellen und auch ungelöste Konflikte nicht weiter zu beachten. Interessanterweise gerade als die Lage zu Krisen beginnt in den 1970er Jahren mit diesen ersten nationalistischen Bewegungen, die kommen ja nicht zufälligerweise zu der Zeit, das ist ja auch eine Zeit, wo gerade in Wirtschaftsfragen auch auf einmal nationale Fragen behandelt werden. Also das heißt, es kommen dann wieder diese Konflikte und die 80er Jahre nach dem Tod Titos, den übrigens Beobachter, nicht nur in Italien, aber gerade auch in Österreich, immer als große, große Gefahr sehen. Also man ist sich seit den 70er Jahren bewusst, dieser greise Anführer Jugoslawiens, der es schafft, irgendwie das Ganze zusammenzuhalten. Wenn der stirbt, was passiert dann? Ja? Und in den 80er Jahren kommen mehr und mehr nationalistische Führungen in den Teil der Republiken an die Macht. Und das explodiert dann 1991 auch wiederum mit einem wirtschaftlichen Verfall. Also ich denke schon, dass der wirtschaftliche Faktor hier wirklich eine große Bedeutung hat, denn Konflikte können meines Erachtens, solange die Gesellschaft relativ prosperiert, irgendwie noch unter den Teppich gekehrt werden. Aber dann explodiert das Ganze. So, Windschattenimperium. Windschattenimperium. Ob es eins war, Entschuldigung, das war die konkrete Frage. Ja, der imperiale Kontext. Das, ja, im Grunde wird diesen Mehrfachkonflikt, der Bürgerkriegskonflikt ist ein zwischenstaatlicher
Konflikt ist ein resultiert aus einem Konkurrenzverhältnis unterschiedlicher Kräfte. Ich mache vielleicht die Frage noch konkreter. Hitler lässt sich es ja nicht nehmen, um die Vorteile sich klar zu sichern, im Unterschied zu Italien. Mussolini muss sich ja wenig fühlen, wenn er an seine imperiale Ordnung denkt, in dieser östlichen Region des Mittelmeers. Das ist natürlich die alte klassische Debatte, wie weit hat Hitlers militärisches Eingreifen am Balkan das Unternehmen Barbarossa verzögert. Und entscheidende machen sich Bomben und dann letztlich auch Konsequenzen für den Halt von Moskau und den, letztlich auch dem Scheitern des Unternehmens. Stichwort Ostfeldzug. Aber nochmal, wie weit kann man das wirklich in diese imperiale Debatte einbetten und es hier weiterführen und auch vielleicht auch theoretisch noch ausarbeiten, dass es hier sich um zwei konkurrenzimperiale Ordnungen handelt, wo sehr deutlich wird, das griechische imperiale Konzept zieht sehr, sehr früh in Kürzer. Obwohl noch in den 30er Jahren Mussolini glaubt, er kann über Hitler bestimmen. Das ist, kein, ja, ja. Das ist der Punkt, den ich ansprechen kann. Naja, das Problem, das hier natürlich zutage kommt, ist einerseits, dass Deutschland ja kein Interesse am Krieg am Balkan hat. Ja, also es, Hitler fühlt sich fast dazu gezwungen, durch den Putsch im März 1941 in Belgrad. Das heißt, im Grunde genommen ist das Gebiet für Deutschland ohnehin ein Gebiet, von dem man Ressourcen holen will. Ja, funktioniert auch ganz gut, die Wirtschaft ist durchdrungen, also deswegen auch, wozu soll man Krieg führen? Also man stolpert in diesen Krieg hinein, wird fast dazu gezwungen, in Jugoslawien Krieg zu führen und dann entscheidet man sich natürlich, die Ressourcen braucht man, die holt man sich auch, auch wenn Italien hier andere Pläne hat. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, diese italienischen imperialen Pläne erstrecken sich ja auch einen virtuellen mittleren Raum, der so nie verwirklicht wird. Also in Nordafrika wissen wir, scheitern jegliche Pläne gegen die britische Kolonialmacht vorzugehen und somit diese Projektion kollabiert eigentlich mit Kriegseintritt fast komplett. Ja? Also das heißt, Jugoslawien ist natürlich problematisch, weil man eben es nicht schafft, hier subsidiäre Wirtschaften herzustellen auf italienischer Seite aufgrund von Deutschland, aber es ist der gesamte imperiale Kontext, kommt abhanden am Anfang des Krieges, also nicht nur in diesem Raum. Was die italienische Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs angeht, ja, es gibt hier immer diese große Diskrepanz zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Politik. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt unbekannt unter Historikern, was während des Zweiten Weltkriegs passiert ist, sowohl in den Gebieten, die von Italien besetzt wurden, als auch in Italien selbst. Allerdings hinkt man, was normal ist, gesellschaftlich sehr stark nach diesen ganzen Tendenzen. Und man muss auch nicht außer Acht lassen, dass in Italien die Gesellschaft nicht so sehr gezwungen wurde, sich mit den Gespenstern seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, wie dies etwa in Deutschland der Fall war. Ja? Die Besatzung und wo man dann tatsächlich mehr Druck ausübte, um eben ganz klar in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext festzuhalten, was war die nationalsozialistische Herrschaft und welche Verbrechen hat sie angerichtet. In Italien kann man bis heute, das sieht man auch an den starken rechten Tendenzen, die außerdem bereits nach 1945 durchaus vorhanden sind im politischen Spektrum, man kann hier immer noch zum Teil lavieren und sich aussehen, naja, der Faschismus war eigentlich eine Art Leid, Nationalsozialismus war ja alles nicht so schlimm, die Rassengesetze, ja klar, das war ein Problem, aber da haben uns ja doch die Deutschen dazu gezwungen. Also das ist das Problem, dass man also wirklich dieser Debatte sich bis heute in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext und auch noch im politischen Kontext zum Teil leider noch entzieht. Vielleicht noch eine Ergänzung, das haben Sie heute schon im Institutsgespräch sehr ausgeführt, Italien wird gebraucht vom Westen. Italien ist ein ganz wichtiger Eckstein in der Konzeption, in der sicherheitspolitischen Konzeption der Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird dringend gebraucht als NATO-Partner, eben dann später Griechenland, Türkei voll, um die Südflanke abzusichern. Das lindert auch den Druck der Vereinigten Staaten von Amerika, der Briten, auf die italienische Öffentlichkeit, auf die italienische Politik.
mit ihrer Vergangenheit aufzuräumen. Wenn in Deutschland ist geteilt und der Druck ist ein ganz anderer, es wird dieses Land, die Führung mehr oder weniger dazu gezwungen, sich zu dieser Vergangenheit auch zu bekennen. Das ist eine ganz andere Konstellation. Obwohl man auch Deutschland, Westdeutschland, dringend brauchte, als Bollwerk gegen den Kommunismus, spielt diese Haltung doch eine andere Rolle seitens der Amerikaner oder speziell der Amerikaner. Auch Re-Education und diese Dinge, aber das verfliegt dann letztlich auch relativ schnell. Ja, also man darf nicht vergessen, es gibt ja in Italien im Gegensatz zu Deutschland noch nicht diese sehr öffentlichkeitswirksamen Prozesse, also was Abrechnung mit dem Faschismus, also dieser klare Bruch wird einfach nicht vollzogen. Also insbesondere in der Diskussion der Gesamtgesellschaft. Weitere Fragen, Herr Lühr, und ich habe noch eine Frage jetzt kommen. Eine Frage, war denn überhaupt das faschistische Italien wirtschaftlich, ökumenisch und militärisch in der Lage, dort Kollegien vor Asien deutlich festzusetzen? Die eine Frage, die andere Frage ist, wir sprechen immer von den slowenischen Kommunisten, von den kroatischen Kommunisten, von den serbischen Kommunisten. Zu dieser Zeit haben die dort eine Führung gehabt, die haben die finanziert. Eine Frage? Ja, eine Frage zu Tito. Was für ein Kommunist war Tito? War er ein Nationalkommunist oder welche Art von eigener Art hat er verkörpert? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat Tito ein Vermächtnis hinterlassen über dieses ganze Konglomerat Jugoslawien im Falle seines Ablebens. Ich habe eine Frage, die geht ein bisschen anders. Sie haben von den Umsiedlungen gesprochen und ich habe mal schnell versucht, mir vorzustellen, was das für Leute bedeutet. Die waren ja wahrscheinlich auch übertrieben wohlhabend, dann musste ein Dorf dahin und dorthin. Was für eine Idee steckt denn dahinter? Da hatte man da so eine extreme Vorstellung, dass ein Staat ein ethnisch reiner Staat sein muss und alles andere muss verschwinden. Und ist das vielleicht die Ursache auch für die Spannungen? Ich kenne zufällig einige serbische Studenten, die das gar nicht mit nachvollziehen können. Wir haben uns mit unseren bosnischen oder was weiß ich, Nachbarn gut verstanden. Und dann auf einmal, das ist doch, wie geht man da mit Menschen um? Wie schiebt man rum, wie die Figuren auf dem Schachbrett? Gut. War Italien überhaupt Zeit? Ich habe noch eine Frage. Sie hatten ja eben nochmal die neue rechte Bewegung in Italien angesprochen. Flammt oder kommt denn da auch wieder diese Grenzfrage irgendwie rau rein? Wird die wieder mit aufgegriffen? Osimo, eine Frage gestellt, Welche Rolle spielt der brutale Bürgerkrieg in Italien denn für die Aufarbeitung der italienischen faschistischen Geschichte? Für die Aufarbeitung? Ja. Ich meine, es ist ein Bürgerkrieg in Italien. Unter deutscher Wurzel. Ja. So, die erste Frage, oder wie die erste Frage ging ja darum, war Italien überhaupt dazu in der Lage, so ein Gebiet zu beherrschen? Ich glaube, rein militärisch, prinzipiell würde jetzt nicht unbedingt etwas dagegen sprechen. Italien hat in dem gesamten Gebiet, also ich spreche jetzt hier von der Grenze im Norden bis in die albanischen Gebiete hinein, bis zu 300.000 Soldaten teilweise. Ja? Also das ist relativ viel in einem doch beschränkten Gebiet und der Hauptgegner, dem man sich ja zunächst gegenübergestellt sieht, also die Partisanen, die kommunistischen, die haben ja keine schweren Geschütze, keine Panzer, die sie einsetzen können. Also rein militärisch, theoretisch, ja. Das Problem ist allerdings, dass durch diesen Guerillakampf es nicht möglich ist, eben die ruralen Gebiete zu kontrollieren, weil die Partisanen legen es ja auch nicht auf den offenen Kampf an. Das wäre natürlich auch fatal gewesen für sie. Und die paar Mal, insbesondere Winter 42, 43, wo es zu tatsächlich frontalen Gefechten kommt, zwischen insbesondere Deutscheinheiten mit italienischer und kroatischer Unterstützung, sind sie hoffnungslos unterlegen. Also Tito verliert ja in diesem Zeitraum 50% seiner Partisanen. Also, aber eben, diese Art, Krieg zu führen, die also an einem Ort auftauchen, einen Angriff ausüben, woanders hin und so, damit kommen sie nicht zurecht, die Italiener. Und das führt auch natürlich zu einem, da gibt es interessante Berichte der einzelnen Divisionen und
Einheiten, die über das gesamte Territorium verstreut sind. Also psychologisch zerrt das sehr stark an den Soldaten, dass sie also sich einem Feind ausgesetzt sehen, von dem man nicht weiß, wann wird er zuschlagen, wie wird er zuschlagen, wo ist die Front. Ja, also, aber ich sage es anders. Ökonomisch war Italien nicht dazu in der Lage, einen jahrelangen Krieg prinzipiell zu führen. Rein die Verwaltung, die militärische der jugoslawischen Gebiete wäre an sich möglich gewesen. Ich meine, weitestgehend gelingt es ja auch. Also Zentren, die von Italien verwaltet werden, werden nicht eingenommen von den Partisanen. Also in den Städten schafft man es ja durchaus, sich zu behaupten. Gut. Die zweite Frage war, ob Tito ein Nationalkommunist war? Ja. Genau. Ich könnte jetzt eine provokante Gegenfrage stellen. Wo gab es denn keine Nationalkommunisten im Westen Europas? Also, ich meine, das ist ein Deckmäntelchen des Internationalismus, der immer wieder verwendet wird von der kommunistischen Bewegung. Ein propagandistisches Mittel, aber schauen Sie sich die Beziehungen der osteuropäischen Staaten während des Kalten Krieges an. Das ist Feindschaft zum Teil. Also so von einer großen internationalistischen Integration kann jetzt im Grunde genommen nicht gesprochen werden. Aber um die Frage klar zu beantworten, natürlich, Tito setzt relativ rasch auf einen nationalen Weg. Der Bruch mit Stalin ist ja nicht zufällig, geschieht ja nicht zufällig, sondern man sieht, dass er Tito eigene Ambitionen entwickelt, nicht einsieht, warum er jeder Wendung aus Moskau folgen soll, und irgendwann mal zieht dann Stalin die Reißleine. Sagt so nicht, und dann ist eben erfolgt dieser Bruch, der wiederum Jugoslawien großartige Möglichkeiten eröffnet. Also für ein kommunistisches Land lebt es sich dort ja prächtig, könnte man sagen, im Vergleich zu anderen, im Vergleich zu den osteuropäischen Blockstaaten. Und ich denke, so wäre das 1955 Khrushchev und Bulgarin fast einen Abitgang nach Belgrad, unter dem er mit Canossa ganz assoziiert worden ist, dass man sich bemüht um Titos Zustimmung wieder und um sein Wohlwollen gegenüber der Sowjetunion. Das zeigt auch noch eine andere Tendenz. Tito hat ja mit den sogenannten blockfreien Staaten, beispielsweise Indien, versucht auch eine Annäherung herbeizuführen, also den neutralen und blockfreien Staaten anzuschließen. Belgrad, Bandung, alles spielt auch eine Rolle. Also profiliert sich auch quasi etwas pro-westlich und bekommt dadurch auch westliche Unterstützung von der EFTA, von der EWG, von der EG. Das war hier mal was auch am Rande. Ja, wenn ich darf, ich dann gleich nachhaken, weil eine Sache, die auch im Zusammenhang mit einer vorherigen Frage interessant sicher ist, die jugoslawische Wirtschaft ist ja hochdefizitär, also die funktioniert eigentlich nur mit dieser Annäherung am Westen und immer wieder den Nachschub an Mitteln, die aus dem Westen kommen. Auch mit einem Grund, warum das Ganze zusammenbricht am Ende des Kalten Krieges. Also die Existenzgrundlage eines solchen Staates ist einfach nicht mehr gegeben. Zu den Umsiedlungen, die man sich das vorstellen kann, ja, relativ brutal. Also die Leute werden beispielsweise aus dem deutschen Besatzungsgebiet in Waggons gesteckt und abtransportiert. Ja. Das ist auch etwas, was beispielsweise Italien gerade am Anfang der Besatzung stark sehen kann, weil zum Teil die Transporte nur in italienisches Gebiet gehen und man da eben auch zunächst mit Unverständnis reagiert auf italienischer Seite, ob dieser deutschen Brutalität, bevor eben durch den Aufstand Italien auch zu extremen Maßnahmen greift. Ich glaube, es gab noch einen zweiten Teil Ihrer Frage. Ja, wie sich das noch auswirkt auf die spätere Geschichte, diese Idee, dass ein Staat kommt, mit ethnischen Einseitigen und dann ist er hoch. Ja, genau, ich wollte ethnische Säuberung in den 90er Jahren. Ja, das Ziel zu diesem Zeitpunkt ist natürlich, ethnische Einheitsstaaten zu schaffen, also für Deutschland und auch für Italien zu einem geringeren Ausmaß, da kommt man nicht so weit, ist es das Ziel, also die neu eroberten Gebiete zu Bestandteilen des eigenen Staates zu machen. Also für Deutschland würde das mittelfristig bedeuten, das müssten deutsche Gebiete werden, die souveränen sollten also entweder ausgesiedelt werden oder germanisiert. Ja, also man hat in der Rassenlogik, in der nationalsozialistischen, hat man den Souveränen durchaus ein Potenzial an Germanisierung zugestanden. Ja. In den 90er Jahren werden die
aus dem Zweiten Weltkrieg bestehenden bekannten Situationen durchaus instrumentalisiert in einem nationalistischen Sinne. Aber wie Sie ja erwähnt haben, eben, dass Ihre Studenten meinten, wir haben uns doch verstanden mit unseren Nachbarn. Also das sind natürlich immer politische Konflikte, wo das Ethnische verwendet wird von oben, um die Bevölkerung anzustacheln. War ja im Grunde genommen im Zweiten Weltkrieg auch nicht anders. Also gerade diese extreme Gewalt im kroatischen Raum, die wird ja durchaus in Kauf genommen durch das Regime in Zagreb. Man versucht die Leute dazu zu animieren, zu sagen, naja, die Serben sind Untermenschen, ihr könnt mit denen machen, was ihr wollt. Die Nachbarn denunzieren, die Nachbarn ermorden und so weiter. Ja, das ist eine Logik, die implementiert wird. Und die leider sogar in den 90er Jahren noch möglich war. Beispiel hier eigentlich zu, das war die konfessionelle, religiöse Dynamik auch in der Politik. Also gerade sowohl eigentlich in den 40er Jahren als auch in den 90er Jahren macht man sehr stark, rekurriert man darauf. Also in Kroatien ganz klar, Katholizismus versus orthodoxer Glauben der Serben. Also in jeglicher Hinsicht versucht man, das an den anderen als Feind darzustellen und ihn sowohl rassisch als auch eben religiös als Minderwertigen darzustellen. Ja. Dann die neue Rechte in Italien und wird natürlich verwendet. Also ich habe, Sie sehen das Beispiel, das ich verwendet habe, das ist ja nicht einmal ein Vertreter der Salvini-Liga. Ich meine, wir sprechen hier immer noch von jemandem, der es zum Europäischen Parlamentspräsidenten geschafft hat. Also, Sie können sich vorstellen, es gibt immer noch große Probleme und das Ganze wird immer wieder verwendet von der extremen Rechten, dass man sagt, das sind unsere Gebiete, was natürlich völlig lächerlich ist. Also erstens mal hat sich, und das ist einfach nur mal eine Tatsache, die ethnische Zusammensetzung dieser Gebiete völlig verändert. Also bei einer freien Wahl, sagen wir mal, würde Istrien niemals entscheiden, Italien zu wechseln. Also sagen wir mal, frühere deutsche Gebiete, wenn sie jetzt nach Schlesien fahren, werden sie auch niemanden finden, der sagt, ich möchte Deutscher sein. Ja, also es sind einfach Tatsachen, die natürlich auf eine brutale Geschichte hinweisen, aber daran wird sich jetzt auch nichts mehr ändern. Und diese Reklamationen aus dem extrem rechten Eck kann man zum Glück zumindest noch nicht ernst nehmen. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. So, der Bürgerkrieg in Italien und seine Folgen für die Aufarbeitung. Sehr stark, weil durch den Bürgerkrieg in Italien entsteht ja auch der Mythos der Resistenza. Also man hat sozusagen gearbeitet im Sinne der Alliierten, man war Mitstreiter, co-belligeranti, wie man es auf Italienisch sagt, hat also im Grunde genommen nach 1943 hat das italienische Volk entschieden, dass es nichts mit dem Faschismus zu tun haben will. Alle Italiener sind dann auf einmal Demokraten. Ja? Einfach gesagt. Ja, das ist einfach Mythen. Man versucht natürlich herzustellen, dass das bei den politischen Moment weg, denn nach 1945 will man sich eben als westlicher Staat präsentieren, will man die Unterstützung von den Vereinigten Staaten haben und somit tut man alles, um einen Status im Grunde genommen eben zu erfinden. Weil man ist ja nicht Alliierter. Aber man erfindet eben diesen Status des Co-Belligeranten. Man hat mitgekämpft. Kurz, aber doch. Ich finde aber keinen Zuspruch, weil Italien bekommt einen Friedensvertrag. So ist es. Sie kriegen nur einen Friedensvertrag, wenn Sie als Kriegsbeteiligter und als Kriegsgegner gegolten haben oder gelten. Und ohne Härte war dieser Friedensvertrag. Durchaus. Ja, gerne. Wie schafft es Javier D'Annunzio, Anfang der 20er Jahre ein Kommandounternehmen im Hafen Rijeka für Italien zu requirieren? War die italienische Bevölkerung in Rijeka oder Fiume so groß? Ja, damals, bitte gleich das nächste. Ja. Wie muss man die heutige Lage in Serbien einschätzen? Ist es richtig, wenn ich sage, dass Serbien immer noch ein Unruhefaktor auf dem Balkan ist? Und wo führt der Weg Serbiens hin? Es gibt ja das Tauziehen zwischen der EU und Putin. Wo glauben Sie, wird die Waage sich hin entwickeln und welche Chancen wird Europa diesbezüglich haben? Eine dritte Frage, haben wir noch eine fortwollende
dritte Frage. Wo ist noch ein Spezialist? Der deutsch-studentische historischen Zeitgeschichte, Herr Mechler. Wie ist das im italienischen Militär in dem besetzten Gebiet mit der jüdischen Bevölkerung umgegangen? Wurden jüdische Personen an den Deutschen ausgeliefert? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich nicht konnte. Es tut mir leid, ich bin schon etwas müde. Es war ein sehr, sehr erfolgreicher, sehr langer Tag. Michael Lehner drückt seine Rest, seine Gäste bis zum äußersten Ausdruck. Ich habe die erste Frage gemacht, die ich mir wieder teste. Den wissenschaftlichen Nachdruck. Ja. Ich bin gerne in der Lage, ist auch meine Applikationsverteidigung zu bewältigen. Das hat Herr Wünsch-Kessler heute favoris geschafft. Das ist so ein kleiner Test gewesen. Aber Sie müssen verzeihen, ich habe die erste Frage vergessen. Der Nunzio. Ja, wenn man sich das anschaut, denkt man sich, der Nunzio geschafft hat das. Wir gehen dann mit ein paar Freischirmen, was sind das? Irgendwelche Typen, die zusammenzieht und zieht da in einer starken Wirkung an die an. Ja, gut. Das ist ja zu diesem Zeitpunkt ja ein Freistaat. Also Führung und Umgebung werden ja zu einem Freistaat gedreht, weil man sich nicht einigen kann, zu wem es gehören soll. Gleichzeitig ist es klar, es ist ein Mythos zu glauben, dass der Nunzio jetzt einfach durch Italien spazieren kann, ungehindert, und dort einfach einmarschieren kann, ohne dass es natürlich auch im Interesse Roms war. Also man hat das zugelassen. Man war durchaus der Meinung, dass diese Zuspitzung der Lage Italien etwas bringen würde, mittelfristig. Ja. Und was die Bevölkerung angeht, zu dem Zeitpunkt ist die italienische Bevölkerung bei weitem die Mehrheit von Fiume. Ja, bei weitem. Also heute sind es, glaube ich, noch 2.500 vielleicht. Also das heißt, damals wahrscheinlich um die 30. Mhm. Gut. Serbien heute, das ist eine Frage, die am besten Willen nicht zu beantworten ist. Das ist natürlich, also Unsicherheitsfaktor ist, glaube ich, ein starkes Wort. Unsicherheitsfaktor vielleicht insofern, dass man es nicht schafft, eine klare Westorientierung in Serbien herzustellen, weil noch immer diese gewissen nationalistischen Tendenzen vorhanden sind. Der Premierminister Vucic ist allerdings sehr geschickt. Also er kommt im Grunde genommen rein aus seiner politischen Vergangenheit, durchaus aus einem relativ rechten Eck, aber hat sich in den letzten Jahren zu einem Europäer entwickelt. Also es strebt durchaus an, irgendwann mal soll Serbien Teil der EU werden. Also da hat sich durchaus ein gewisser Paradigmenwechsel eingestellt. Aber natürlich, Russland ist, sagen wir, der natürliche Verbündete, wenn man so will. Russland hat Serbien unterstützt 1999 während der NATO-Intervention. Russland stand immer auch hinter Serbien aus eigenem Interesse, klarerweise. Denn damit schwächt man ja in der Mitte Europas ein westeuropäisches Einigungsprojekt und die Vereinigten Staaten, wenn sie dort arbeiten wollen. Aber auf der anderen Seite, Albanien, Kroatien, Nordmazedonien sind ja jetzt NATO-Mitglieder. Also dieser Kampf, dieses Tauziehen hat meines Erachtens Russland bereits verloren. Serbien ist eigentlich eingesperrt. Ja, wie die Zukunft aussehen wird, ich weiß es nicht. Also es gibt immer noch hitzige Debatten, gerade darüber, wie man sich entwickeln soll, ob man tatsächlich einfach alles aufgibt und sich dem Westen zugibt. Man sieht, auch gerade in nationalistischen Kreisen gibt es immer diese Tendenz, eine Art Opfermythos, einen historischen herzustellen, dass man also sagt, man hat immer versucht, uns zu zerstören. Ja, die Österreicher waren es, ja, dann kommen die Deutschen. Ja, und dann haben sich die anderen Nationen von uns abgespalten. Unsere Bevölkerung wurde vertrieben aus beiden Bosnien, aus Kroatien, massiv. Ja. Also das ist natürlich ganz eine schwere Last, die noch auf der Gesellschaft wiegt, mit der Nationalisten sehr gut zu spielen wissen. Aber ich glaube, es führt keinen Weg an einer Annäherung vorbei. Und ich hoffe auch, dass dies in Zukunft weiter forciert wird, sowohl von größerer Seite und dass auch in Belgrad mehr und mehr in Richtung Westen tendiert wird. Aber beim Westen, diese Frage kann man heute nicht beantworten. Ja, ich habe dazu was ergänzt, ich hatte 2008, als wir Herr Erhard Husek zum Gast hatten, ehemaliger österreichischer Vizekanzler und damals noch in Funktion als Stabilitätspaktbeauftragter für Südosteuropa, also für den sogenannten Balkan.
ein Gespräch bei Bischof Hohmeier. Und das war 3 Jahre vor seinem Tod. Hohmeier ist 2010 gestorben. Und es war eine sehr interessante Begegnung, länger bei ihm zu Hause zu Gast eingeladen. Und Hohmeier drückte seine große Sorge aus, dass diese vielen Fragen Serbien, Bosnien-Herzegowina immer wieder in den Schatten anderer Großereignisse gekommen sind, nach 1990, 91, Golfkrieg, Irak, Kuwait, dann 9-11, Irak 2003, Georgienkrise. Das war noch die Zeit Georgienkrise 2008, der Krieg in Georgien. Und er hat seine Sorge darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Weltöffentlichkeit immer wieder im Grunde abgelenkt worden ist von dieser Frage, dass man viel früher hätte noch intensiver über Nachbarschaftsarrangements, Assoziationsabkommen, Stabilitätsabkommen hätte entscheiden müssen. Ich würde ihm im Rückblick recht geben, dass man diesen Raum vernachlässigt hat. Sehr vernachlässigt, dass eigentlich im Wesentlichen Deutschland, im Wesentlichen Österreich es waren, die mit Stabilitätspakt beauftragten und mit Zuwendungen bemüht waren, aber Großbritannien zero interest an diesem Raum, keinen einzigen Kunden investiert. Frankreich auch eher sehr zurückhaltend, was wir jetzt sehen. Und bei Serbien, was die Zukunft angeht, vergessen wir nicht China. China ist sehr, sehr präsent, vom Baltikum bis Rumänien. Und Italien wird mittlerweile auch starke Verbindlichkeiten bei China. Es geht nicht nur um Putin und Russland, der mehr sozusagen wahrscheinlich aus militärischen, aus geostrategischen, geologischen Überlegungen da agiert, aber China agiert geoökonomisch in einem massiven Kontext, plus Saudi-Arabien, ist auch in dem Hammer. Das heißt, die Europäische Union steht hier vor einer Grundsatzfrage, wir haben keine Einigung, keine Einheit. Die Deutschen drängen auf Mazedonien, Nordmazedonien, auch auf Serbien. Übrigens sind Serbien und Mazedonien die am fortgeschrittensten dieser Kandidaten. Die am meisten sind Kriterien, diesen Stabilitäts- und Assoziationsabkommen, die Kriterien entsprechen, die sie zum Teil ja haben. Und darüber hinaus ringen die um die Chance, die Verhandlungen zu beginnen. Wir reden um diesen Beitritt. Es wird noch lange dauern. Albanien, vor allem Montenegro, Korruptionsprobleme. Die entscheidende Frage wird sein bei Serbien, NATO-Mitglied, ja, nein. Und die Frage Kosovo, anerkennen, ja oder nein. Das ist die Hürde. Diese Hürde müssen wir drüber gehen. Ja, vielen Dank. Sehr richtig, die Ausführungen. Die jüdische Bevölkerung, das ist in der Tat ein sehr interessantes Kapitel, das ich auch relativ detailliert und lange in meinem Buch behandle. Die italienischen Militärkommandeure, die sich in Jugoslawien finden, schützen die jüdische Bevölkerung. Also Deutschland und Kroatien haben das Ziel, die jüdische Bevölkerung im jugoslawischen Raum zu vernichten, so wie in anderen Teilen Europas auch. Dadurch fliehen bereits relativ rasch einige Gemeinschaften, es sind einige tausend Juden in Richtung Küste, in die italienischen Gebiete hinein. Die italienischen Zivilverwalter sind nicht unbedingt der Auffassung, dass man diese aufnehmen sollte, also für sie wäre Grenzsicherung wichtiger. Wiederum, die Militärs sagen sich, die haben uns nichts getan, sie führen keinen Krieg gegen uns und, tatsächlich, sie werden verfolgt, brutal verfolgt. Und aus der Logik hinaus sagen sie, gut, wir nehmen sie auf. Und tatsächlich, und hinzu kommt, das darf man auch nicht vergessen, damit wischt man natürlich sowohl Kroatien als auch Deutschland ganz aus. Man sagt, bei uns könnt ihr nicht machen, was ihr wollt. Ja, also, und immer wieder heißt es, die jüdische Bevölkerung muss ausgeliefert werden. Auch aus Rom kommen die Befehle. Denn Berlin, Rom und Zagreb sind sich im Prinzip einig. Also die Juden, ja fein, geht zu den Deutschen, was soll's. Aber die Militärs dort sagen, nein, das geht nicht. Also das, die Akten dazu sind zum Teil Komödien. Also da erfinden sie, wir haben keine Transportkapazitäten, es gibt keine Schiffe, was sollen wir machen? Wir müssen sie bei uns behalten. Und es wird damit einen Teil der jüdischen Gemeinschaft Südosteuropas, Jugoslawien, es ermöglicht, den Krieg zu überleben. Also die werden in Lager auch interniert dann im Laufe des Jahres 1942, 1943.
Werden allerdings in diesem Wahlgang wohlgemerkt, und das sieht man auch in den Berichten, auch in den Berichten des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, dezidiert anders behandelt als die südslawischen Internierten. Ne? Also sie haben einen eigenen Bereich in den Lagern, sie haben Barriere, sie haben Schulen und sie bekommen mehr Nahrungsmittel. Ne? Also es ist dezidiert eine andere Behandlung. Und am Ende des Krieges, also während dieser turbulenten Zeit des Rückzugs, schaffen es bereits im August, also vor der Kapitulation Italiens, werden etliche hundert Juden auf das italienische Festland, also auf das Festland, die westliche Seite der Adria überführt und entkommen damit auch der Gefangennahme durch anrückende deutsche Einheiten. Und die Partisanen, wenn diese als erste in die Lager kommen, retten auch sie einige. Und vor allem die Männer schließen sich auch den Partisanen. Also es werden auch neue Familien mit jüdischen ehemaligen Internierten hergestellt. Also es ist tatsächlich, es findet eine Rettung von einem der jüdischen Bevölkerung statt. Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Ich darf darauf hinweisen, dass wir diese Vortragsreihe, Vorträge aus besonderem Anlass am 3. Februar fortsetzen. Es geht um Italien und die deutsche Frage. Es ist auch eine Buchpräsentation schon eingangs erwähnt, auch Dr. Deborah Cuccia wird referieren. Am 3. Februar, einen Montag um 18.15 Uhr, nicht hier, sondern wieder wie gewohnt im Riegelsheim, Volkshochschule. Wir sind alle herzlich eingeladen zu kommen. 3. Februar, wir machen es wieder gemeinsam mit der Deutsch-Jüdischen Gesellschaft. Das ist dann 23, wenn ich das richtig gezählt habe. Ich darf Sie auch darauf hinweisen, dass wir tatsächlich viele Anfragen bekommen haben, ob man diese Reihe nicht irgendwie fortsetzen kann. Trotz Forschungsfreijahr, das ja eigentlich nur ein Lehrfreijahr ist, haben wir uns überlegt, tatsächlich können wir einen Anlass nutzen. Am 9. Mai, vor 70 Jahren, hat Robert Schumann diese berühmte Erklärung im Uhrensaal des französischen Außenministeriums ausgesprochen, was dann zum Auftrag wurde für die Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und wir machen im Sommersemester nicht so jeden Monat, aber schön verteilt, doch jetzt dann 6 Vorträge, die nennen wir Schumann-Lectures, wenn wir an Robert Schumann irgendwie denken wollen. Ein Kollege, der ein Top-Experte ist aus Straßburg, der also der beste Schumann-Kenner ist, den es wohl gibt auf diesem Planeten, wird über das Thema sprechen, wie wird man eigentlich Gründervater dieser Europäischen Union, ohne jetzt da Legenden bieten zu wollen, aber was führt einen Menschen, der eigentlich aus Lothringen, von dem Elternhaus her stammt, in Luxemburg geboren wird, Teil der deutschen Reichsverwaltung ist noch, dann erst nach dem Ersten Weltkrieg französischer Staatsbürger wird, Christdemokrat ist in der Zeit der Okkupation Frankreichs, der Resistance zugekämpft werden kann, wie wird so jemand, der Deutsch und Französisch fließend spricht, mit einer Bayerin korrespondiert, eng in den 20er und 30er Jahren, selbst aber zölibatär lebt, wie wird so jemand zu diesem Gründervater Europas, das ist Silvan Schirmann. Darauf darf ich Sie hinweisen. Programme für diese kleinere Reihe werden wir Ihnen am 3. Februar anlässlich des Vortrags von Frau Cuccia schon als Ausdruck liefern und sonst auch Plakate machen. Das ist also mein Versprechen, weil es doch so viele Fragen gibt und Bitten gibt, dass wir uns weiter hier in diesem Kontext in der wichtigen Entwicklung der Europäischen Union und der Geschichte Europas auch wieder doch da auch einbringen wollen. Ich darf mich bedanken bei Ihnen, lieber Kollege Carlo Rudzic-Kessler, für einen exzellenten Vortrag, für einen dichten Vortrag, für einen gewaltigen Überblick, der sehr, sehr viele Einblicke geliefert hat, fokussiert auf diese Geschichte der Jahre 41 bis 43, die uns sehr zu denken geben muss, nach wie vor, und die Notwendigkeit unterstreicht, was Stabilisierung, was Integration bedeutet. Bei dem Hintergrund wird man eigentlich sich mehr bewusst, welche wichtige Rolle diese Europäische Union zur Befriedung eines Teils dieses Kontinents beiträgt. Ich muss Ihnen das ganz klar sagen, das ist der Verantwortungsraum Nummer 1 für die Europäische Union. Und nicht Afghanistan. Und nicht Mali. So selbst dem Herrn Macron nicht gefallen würde, so wichtig auch dort internationale Konfliktbewältigung und Krisenprävention notwendig ist, was Herr Macron will. Aber wenn Sie mich fragen als Österreicher, ich denke auch Sie als Deutsche und andere, das ist der Verantwortungsraum Nummer 1. Der ist uns am nächsten.
Insofern herzlichen Dank für den Vortrag, auch für die Diskussion.